Hallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen bei Battlefield 2042. Yeah. Und ich starte nicht in dem normalen Battlefield 2042, sondern ich starte direkt in Bad Company 2 Rush Modus. Weil ich da mich so mega drauf gefreut habe. Und ich weiß jetzt schon, dass ich die Entscheidung gleich schon richtig bereuen werde. Weil ich bin echt scheiße. Das muss man leider so sagen. Ich bin richtig kacke. So, wir müssen uns erstmal hier ein bisschen... ein bisschen ausrüsten. Splittergranate ist okay. Tja, da würde ich tatsächlich eher zur Luftabwehr tendieren. Na komm, ich will da abgesetzt werden. Ach Mann. Leck mich doch an den Foot, wenn ihr mich nicht absetzen wollt. Hier überhaupt hin? Falsche Richtung. Oder? Hallo, ich blick nicht. Ich blick nicht durch. Nee, ich fahre tatsächlich jetzt in die falsche Richtung. Mein Gott. Schwerfällig. Das ist jetzt auch wirklich das erste Match, was ich spiele, wo ihr jetzt dabei seid. Aber ich kann mich jetzt schon an die Karte erinnern. Ach, was für epische Matches wir hier hatten. Heftig einfach. Da haben wir immer das Gebäude kaputt geballert, da oben. Das war ja das Besondere damals an Bad Company 2. Das war ja das erste Battlefield, wo alles wirklich zerstört werden konnte. War das eine geile Zeit früher. Wo ist der denn genau? Ich sehe den nicht. Da oben. Sind schon einige auch hinter uns jetzt. Da, bei Punkt A. Punkt A beschützen. Ah. Ich mache jetzt einfach das ganze Haus kaputt. Da versteckt sich ja einer drin, habe ich ja gesehen. Oh, da kommt eine ganze Squad. Alle kaputt. Hinter uns. Panzer hinter uns.
Komm. Fuck. Ganz knapp, ganz knapp. Shit. Ah. Verdammt, ich dachte, ich kann da durchrennen. Nein, er lässt mich zurück. Ich liebe den Rush-Modus von Bad Company 2. Ich liebe ihn einfach. So, jetzt müssen wir uns um Ark kümmern. Ark muss bleiben. Das ist jetzt wirklich ein Camping-Job. Alle rumrennen. Wir müssen nur den Punkt beschützen. Ich bin ja immer sehr praktisch veranlagt. Ich bin ja keiner, der losgeht und unbedingt viele Kills versucht zu bekommen. Ich möchte einfach nur das Objective erledigen. Und meine Kollegen können so immer bei mir spawnen, ne? Das ist natürlich auch schön. Das war eigentlich für die Luftabwehr. Aber kann ja nicht schaden, da auch ein paar Mal reinzuballern, ne? Wieso haben wir kaum noch Verstärkungen? Sieht doch gut aus für uns. Sieht doch gut aus für uns. Yeah.
Karte geworfen! Gleich haben wir es geschafft. Oh fuck! Nein, das gibt's doch nicht! Ah, weil ich da im Rumspiel war mit der Kackgranate. Hilfe! Ich brauche medizinische Hilfe! Ich brauche Hilfe! Leute! Jawohl! Gute Arbeit, Herr. Geht doch! Meiste Wiederbelebung. Übermütig. Einfach nur besser als der Rest. Ja, so kann man es auch sagen. So, Moment, muss ich mal kurz raus tabben. So. Ich wurde befördert. Ein, zweimal. Okay. Kriege ich da nichts freigeschaltet? Das Gute ist schon mal, wir spielen alle am PC. Wir haben keinen Consolero dabei. Und das jetzt ist übrigens über Battlefield Portal. Na, da kann man halt diese alten Maps spielen. Jetzt war zur Auswahl gerade 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Wir sind schon wieder Verteidiger. Wenn ich jetzt schon Helikopter höre, ne? Ja. Oh. Ja, die alte Taktik. Die ganz alte Taktik. Hinfliegen, einfach in der Nähe irgendwo abspringen. Heli quasi. Heli quasi opfern. Ich brauche Hilfe! Jetzt! Lasst mich zurück! Ja. Ah, Mann! Ja. Ich brauche eigentlich schon gar nicht mehr hinrennen. Oh Mann, ey, was für ein Noob-Team habe ich denn? Dann ist wirklich Noob at its best. Das sind Leute, die noch nie Bad Company 2 gespielt haben, glaube ich. Also meiner alten Squad damals, ne? Ich meine, wir waren nie super toll. Aber mit meiner alten Squad. In meiner alten Squad wäre das auf jeden Fall nie passiert, weil wir halt wussten, wie die Taktiken von den Leuten sind. Ne? Wie zum Beispiel jetzt gerade das halt mit dem Heli. So vorfliegen. Einfach runterspringen überm Ziel und Bombe legen. Alter Schwede.
Ja. Kann ich noch zu dem Gegnerteam wechseln? Leckt mich doch an de Foot, ihr Arschnasen. Wie kann ich denn Loadout wechseln? Sniper-Kacke. Ja, ich weiß. Schade. Ich möchte mal gerne wissen, wie ich mein Loadout wechseln kann. Ah. Okay. Okay. Pionier. So, aber ach so. Ach, hier, okay, ja. Okay. Ja, links außen versucht er vorbeizukommen. Klassiker. Ich fordere jetzt auch ganz, ganz lange immer wieder Wiederbelebung an, um Leute einfach nur wenigstens hier auf die Seite zu locken. Vielleicht kommt irgendjemand, möchte mich wiederbeleben und sieht, dass hier die ganzen Soldaten kommen. Guckt mal da! Da kommen so viele vorbei! 5, 6, 7, 8 Millionen! Keine Sau macht was! Mann. Der Feind hat eine Sprengladung angebracht. Leute! Bewegt euch!
сражайтесь в бою. Не надо меня спасать. Leckt mich am Arsch. Ja, wir werden das ganze Ding verlieren, weil wir einfach ein Kackteam sind. Verdammt, er ist tot! Die anderen sind einfach besser als wir und das muss man einfach mal so einsehen. What the fuck? Durch die Wand auch noch. Der hat mich durch die Wand von da hinten abgeschossen. Jo. Geht jetzt schon wieder los, ne? Geht jetzt schon wieder los. Die haben einen von uns erwischt. Mich doch, ey. Das war's. Die letzten Ziele werden angegriffen. Nein, nein. Kamerad, nicht zurück. Leckt mich doch an de Fut. An de Fut. Ich hab keinen Bock mehr, jetzt schon. So schnell geht das. Hier ist Aria. Der Feind rückt vor. Wir haben verloren. Also aus dem Rush-Modus Bad Company 2 gehe ich jetzt mal wieder raus. Oh, weißt du, ich glaube, ich habe mir da hinten was gezählt. Ich bin überhaupt nicht übermütig. Einfach nur besser als der Rest. Tja, Leute, hat Spaß gemacht. Platz 5 von 8, immerhin. Hä? Ich wurde doch gerade schon auf Rang 4. Hä? Ich wurde doch vorhin schon auf Rang 4 befördert. Warum wurde ich denn jetzt schon wieder auf Rang 4 befördert? Macht jetzt keinen Sinn. So, was habe ich denn? Schneeband. Sonnenspeer. Ich rüste da jetzt alles aus einfach. Alles ausrüsten. Egal. Ach, irgendwie läuft das heute alles noch nicht so, wie es soll, glaube ich. So, dann haben wir hier noch Battlefield 3 Conquest zur Auswahl und Battlefield 1942 Conquest und das, was auch immer das ist. Punkt, indem du den feindlichen VIP ausschaltest. Stirbst du, kehrst du mit neuer Ausrüstung ins Spiel zurück. Naja, wir gucken mal durchsuchen. Wir gucken mal nach Karten. Was haben wir denn hier? Arika aber. Ausrangiert, ausrangiert, ausrangiert. Die Schlacht in den Andennen, die Schlacht in den Andennen. Rush Zombies Fast XP
Sollen wir da mal reingucken? Gucken wir da mal rein. Was ist das? Fast XP hört sich erstmal gut an. Hallo Daton. Herzlich willkommen bei Wie sterbe ich am schnellsten und besten? Ey, warum wurde ich denn jetzt rausgeschmissen? XP Gain. Och Mann, jetzt wollte ich mit dem Flugzeug mal auch wieder hier den Trick machen. Naja, egal. Sie haben Sprengladung. Ach du Scheiße, warum habe ich denn... Was ist das denn jetzt? Warum habe ich denn jetzt so eine Kack... Verteidigt die Ziele. Sie werden versuchen, sie zu zerstören, um uns zu... Lass das nicht zu. Was ist das denn? Danke, danke, ich bin gespannt. Ach, bei mir brauchst du jetzt nicht besonders gespannt sein. Ich sterbe einfach schon. Sprengladungen entschärft. Gebt ihm nicht doch eine Chance. Der Feind hat Sprengstoffe platziert. Entschärft sie. Siehste, ey, ich komm rein, zack, tot. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch spawne. Macht keinen Sinn einfach. Zerstört. Oh nein, der Anton, das war mein Lieblingsziel. Der Feind hat Sprengladungen angebracht. Entschärft sie. Oi. Also früher habe ich Rush ja geliebt. Betonung liegt auf früher. Zerstört. Beide Ziele verloren. Wir müssen uns zurückziehen. Ich möchte bei meiner Squad spawnen. Darf ich nicht, weil im Kampf. Der Feind hat mit seinem Angriff begonnen. Haltet eure Stellung. Alle wieder zurückrennen. Toll, ich habe nichts, um dem Schaden zu machen. Hier waren doch irgendwo diese panzerbrechenden. Panzerabwehr, da. Sie haben Sprengladungen platziert. Der hat dann wirklich nur... Der Feind will unsere letzten Ziele zerstören. Das müssen wir verhindern. Der hat nichts anderes außer eine Bazooka tatsächlich. Panzerabwehr-Typ. Heftig. Entschärft sie. Sie haben
Mein Gott, ey. Ich habe den zweimal mit der Panzerfaust getroffen und der geht einfach nicht kaputt. Was stimmt nicht mit dem? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Alter! Macht das einen Spaß? Ziel Anton wurde zu. Es ist vorbei, Soldaten. Oh nee. Also mit dem. Da stimmt was nicht. Guck mal, wie viele Leute auf den Panzer geschossen haben mit ihrer Panzerfaust. Es ist nichts passiert. Das war für die Ewigkeit. No, our weapons just don't make any damage. Genieß jetzt den ein XP-Server. Ja, wie will man denn hier XP kriegen? Wie will man denn hier XP kriegen, wenn man nichts kaputt macht? Und warum sagt er erstes Match des Tages? Das stimmt ja auch nicht. Und guck mal, wie wenig XP man hier kriegt. Ach, leckt mich doch am Arsch. Hallo. Give viewers something they've never seen before. A Unix service. Ach. Zombies Fast XP. Ich möchte auf den Server mal drauf. Nur mal zu sehen, was das ist wegen Zombies. Also Zombie-Modus in Battlefield, das wäre ja schon mal was sehr Merkwürdiges. Ach du Scheiße. Und nur mit Messer? Los, ernsthaft? Treibt den Feind zurück und zerstört seine Ziele. Die Eroberung aller Sektoren bedeutet den Sieg. Ja, also jetzt schon zum Start sehr kuriose. Sehr kuriose. Maps auf jeden Fall. Aber finde ich schon mal gut, dass es sowas, so komische Sachen jetzt gibt. Ziel Alpha ausgeschaltet. Beide Ziele wurden zerstört. Sektor besetzt. Wir säubern diesen Sektor von Feinden. Over. Da drin ist eine Munitionskiste. Ne, die ist wohl auf dem Dach. Sektor unter Kontrolle. Zur nächsten Position vorrücken. Over. Ich verstehe das Ganze hier irgendwie nicht. Seltsam. Warum rennen hier welche mit Waffen rum? Warum haben hier andere Waffen?
Feind entschärft. Gute Arbeit. Ladung wurde angebracht. Dass ich selbst in so einem Modus sterbe, ne, das spricht schon sehr gegen mich. Nicht für, sondern wirklich gegen. Okay, also auf jeden Fall macht der Modus nicht sehr viel Sinn. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wir spielen jetzt einfach zu Ende und dann gucken wir. Ziel Bravo wurde ausgeschaltet. Wir kontrollieren die Basis. Beide Ziele wurden zerstört. Schaltet alle feindlichen Einheiten in diesem Sektor aus. Falsche Richtung. Zurück in den Kampf. Wieso? Der hat doch gesagt, ich soll da ausschalten. Sektor gesichert. Weiter vorrücken. Na also. Heftig einfach, was hier los ist. Sprengladung ist scharf. Was ist mit dem denn los? Ich bin ja schon wieder zurück. Wir haben Ziel Bravo zerstört. Gute Arbeit. Einfach heftig, wie viele hier rumrennen. Beide Ziele ausgeschaltet. Wir kontrollieren die Basis. Säubert diesen Sektor von allen feindlichen Truppen. Der Sektor ist gesäubert. Weiter kann's gehen. So, weiter. Geht ja easy. Ah, verstehe. Ihr seid quasi die Zombies. Das sieht auf jeden Fall so aus. Sieht auf jeden Fall so aus. Naja, wie gesagt, ich war jetzt nur mal neugierig, was das für ein Modus ist oder für eine Map. Also eine weitere Map würde ich jetzt hier nicht unbedingt spielen. Schon. Ich will nicht da hinten spawnen. Fuck. Ziel Bravo wurde ausgeschaltet. Beide Ziele wurden zerstört. Also gleich spielen wir wieder einen anständigen Modus. Weil das macht hier jetzt nicht wirklich viel Sinn. Und ich bin noch mal gespannt. Das stand ja, wie gesagt, Zombie Fast XP Modus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel XP dabei überhaupt rumkommt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir jetzt hier richtig fett absahen. Komm gefälligst zurück, oh. Marine. Sektor was XP angeht. Zur nächsten Position vorrücken. Over. Ui, 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 ui.
Komm, wann ist er nicht im Kampf? Boah, ich weiß noch, wie oft wir diese Map früher gespielt haben, ey. So heftig. Ich muss sagen, ich glaube von allen Battlefield-Teilen, Battlefield Bad Company 2 habe ich am meisten gespielt. Ja, Fast XP wahrscheinlich für die andere Seite, die hätte genug Ziele. Ja gut, stimmt, das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Ja gut, dann machen wir noch eine Runde, aber probieren halt mal die andere Seite. Da können wir, das ist ein guter Einwand, Daton. Da hast du recht. Boah, harte Arbeit, kein Spiel. Wer die Macht hat? Hier, how does this give fast XP? Kam gerade die Frage auch. Guck mal hier, zerstörte Ziele 2, ich. Yeah. Naja, gut, 6250 XP, ja, ein Level. Bringt ja gar nichts. Lol, I complained the most, but got the most melee kills. Tja, toller Typ einfach, wa? Den habe ich doch sowieso. Ach so, direkt wieder raus. Ja, also gut. Okay, Hazard Zone probieren wir auch mal. Hier geht es nicht darum, den Feind auszulöschen, sondern um die Sicherung von Informationen. Und zwar in Form von Datenlaufwerken. Datenlaufwerke findet ihr in Satellitenkapseln. Euer Trupp muss möglichst viele Laufwerke zu einem Extraktionspunkt bringen und dann schleunigst Land gewinnen. Die Laufwerke können überall sein. Auf freiem Feld, in einem Gebäude oder schon im Rucksack eines Gegners. Die könnt ihr euch auch holen. Aber verliert nicht die Besatzungstruppen aus den Augen. Sie haben sich eingegraben und feuern auf alle No-Pads, die sie sehen. Je mehr Laufwerke ihr bergt, desto besser die Belohnung. Und je besser die Belohnung, desto besser ist eure Ausrüstung beim nächsten Mal. Sprecht euch im Trupp ab. Welche Ausrüstung nehmt ihr? Entschuldigung, ich musste mal eben... Visier. Weil ich hätte den Chat gerade noch gar nicht. Extrahierten Laufwerke. Jetzt muss ich nochmal raustappen. Ich das hier mal wieder verschieben muss. So. Nur einer von euch lebend rauskommt und der Rest im Einsatz fällt. Behaltet die verbleibende Zeit eures Extraktions. Muss mal eben mein Fenster zumachen. Und gebt verdammt nochmal Gas, wenn ihr den Aufruf zur letzten Extraktion bekommt. Extraktion heißt Sieg, Leute. Holt ihn euch. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Okay. Bin ich mal gespannt. Hazard Zone. Der neue Spielmodus. Übrigens, später komme ich wahrscheinlich auch nochmal online und dann sitzt meine Freundin hier neben mir. Aber ihr werdet sie wohl nicht sehen, die will nicht gesehen werden. Vielleicht spielt sie mit Battlefield, vielleicht spielt sie auch einfach nur hier neben mir ein bisschen New World. Nee, das ist nicht Battle Royale, also nicht in dem Sinne. Es sind immer Vierer-Teams oder Dreier-, nee, Vierer-Teams. Und wir müssen also Datenpakete suchen. Das ist das, was sie eigentlich mit dem... Bei dem neuen The Division-Modus machen wollten? War das The Division? Nee, bei dem neuen Ghost Recon, was sie rausbringen wollten.
Na, du bist in Viererteams unterwegs, musst Datenpakete finden. Also es ist ein Battle Royale. Ja. Es ist eine andere Art von Battle Royale. Würde ich so sagen. Eine neue Art. Einfach mal gespannt sein. Was ist denn los hier? Kriegt er nicht genug Leute zusammen oder was? So, Missionsgebiete, Einsatzbesprechung. Absetzpunkt, Datenlaufwerk, Wahrscheinlichkeit, Ablinkwahrscheinlichkeit, Feindwahrscheinlichkeit. Dann sollten wir zum überfluteten Dorf als erstes rennen, würde ich sagen. Verteidigen ist nicht so mein Ding. Angreifen, flankieren und zerstören, das ist eher meins. Ich möchte die sein. Warum kann ich die nicht auswählen? Schon alle weg. Alle schon ausgewählt oder was? So eine Kacke. Ah, jetzt habe ich sie. Oder? Nee, habe ich nicht. Ich will die... Scheiße. Och, Eve! Ja, was ist los? Meckerziege. Nee. Ja, ist doch gut, Süße. Leg dich hin. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Machen wir was draus. Ganz in eurer Nähe ist ein Uplink. Sobald ihr ihn aktiviert, können wir euch Verstärkung schicken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Mit dem Zusammenbleiben und die ganze Sammeln. Diese Datenlaufwerke. Ja, natürlich rennen wir einfach woanders hin. Ist okay. Mein Scanner zeigt nicht weit von hier ein Datenlaufwerk an. Rennt ihr mal, ich nehme lieber ein Auto. Da werden wir schon beschossen. Da sind auch Gegner. Lade Waffe nach. Lade nach. Fuck. Verstärkung an.
ganzes Team platt. Einsatzkommando, wo seid ihr? Ja. Okay. War das allererste Mal spielen. Ja, also... Wenn ich das richtig verstehe, wenn einer überlebt hätte, hätten wir bei dem nach einer bestimmten Zeit neu spawnen können. Also muss man aufpassen, dass immer mindestens einer überlebt. Okay. Hallo. Los, gehen wir. Ja, bevor wir gehen, möchte ich erstmal meinen Charakter wechseln. So. Kampfuniform haben wir geändert. Kopfbedeckung kann ruhig so bleiben, finde ich auch. Sieht viel besser aus. Okay. Ja, finde ich schon viel, viel besser. Jetzt kann ich auch in ein neues Spiel starten. Ja, sieht tausendmal besser aus als der komische Typ. Außerdem ist das jetzt Sturmsoldat. Na, jetzt ist auf Angriff Spezialisierung. Oh. So. Also gut. Jetzt haben wir ja Grundsätzliche gelernt. Jetzt wissen wir, was grundsätzlich gilt. Übrigens fehlen mir noch 7 Subs, Leute, damit ich mein Subziel erreiche. Das ist sehr niedrig gesteckt, weiß ich. 20 Stück für einen Monat. Aber hey, man muss halt klein anfangen. Also die Ladezeiten finde ich schon extrem. Das könnte besser sein. Geht weiter. So. Überall ist gut, außer Gletscher und Aussichtsstation. Gut, dass wir hier landen. Ja, wenn wir hier landen, dann sollten wir tatsächlich zur Aussichtsstation trotzdem laufen. Ach so, und guck mal, verbleibendes Guthaben. Damit kann man sich dann neuere Waffen kaufen. Ah, das ist cool. Datenlaufwerkscanner, da könnte ich mir aber auch andere Sachen holen, wenn ich mehr Geld habe. Ah, oh, das ist natürlich wieder geil dann. 50% mehr Crits für Kills gegen Besatzungstruppen. Das rüsten wir erstmal aus, weil es kostenlos ist. Truppenneueinstieg. Bringe gefallene Truppenmitglieder zurück. Okay, Datenspeicher, Datenlaufwerktragekapazität plus 2. Aha.
Schnellere Heilung. Wir haben Heilung? Uiuiui, ui, ui. Okay. Das macht... Ja, sind schon knackig. Ah, jetzt macht das aber... Ja. Da ist die Motivation. Alle nicht besonders nah. Da ist ein Datenlaufwerk, oder? Ist das ein Datenlaufwerk da drüben? Oh. Wow. Ah, Gegner. Kommen denn die Schüsse? Ach! Falls ihr mich hören könnt, ganze Team platt. Fuck. Das ging schnell. Zu schnell. Zu schnell. Man verdient kaum XP dadurch. Eve. Hör auf zu meckern. Ja, das ging fix, wirklich. Heftig. Ich meine, an sich finde ich den Modus echt interessant. Aber, ich frage mich, warum ich und mein Team vor allem. Also, man kann jetzt ja nicht sagen, dass es einfach nur an mir liegt. Es ist ja mein ganzes Team, das immer so schnell verschwindet. Also, ist ja mein ganzes Team scheiße. Ne, wenn man es mal so sieht. Mein ganzes Team ist anscheinend scheiße. Ihr beiden. Ich komme immer in die Scheiß-Teams. Liegt vielleicht daran, dass ich scheiße bin? Naja, dann wird das so zusammengewürfelt. Moin, moin. Kann erst später anzocken. Wie ist der erste Eindruck? Geht der Portalmodus schon? Ja, der Portalmodus geht schon, Stuhlsitzer. Das war das erste, was ich ausprobiert habe. Weil das normale Battlefield interessiert mich tatsächlich nicht so sehr. Ich habe vorhin schon Bad Company 2 Rush-Modus gespielt. Dann haben wir eine Fast XP-Map mal ausprobiert. Es gibt ja auch so Custom-Server mit Zombie-Modus und bla. Also Zombie in Anführungszeichen. Und jetzt probieren wir gerade die Hazard Zone aus. Also es funktioniert alles. Den normalen Battlefield-Modus habe ich, bevor ich angefangen habe zu streamen, mir ein bisschen beim Lost angeguckt. Und naja, das ist halt Battlefield, ne? Was für mich halt interessant war, wirklich Bad Company 2 Rush-Modus, weil ich den früher gesuchtet habe mit meinen Kumpels ohne Ende.
Und halt jetzt die Hazard Zone war ich drauf gespannt. Und die Hazard Zone ist schon eine coole Idee. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle anderen, die auf der Map sind, außer mein Trupp, in der ESL Hazard Zone schon gespielt haben seit Jahren und wieder jetzt gerade reingeschmissen werden und absolut gar nichts können. Was machst du da? Langweilig Spiel an was anderes. Also wenn du das nochmal in einem korrekten Deutsch formulieren kannst, Konki, dann werde ich das vielleicht in Betracht ziehen. Okay, danke. Ja, Arica Harbor war die beste Map. Arica Harbor haben wir tatsächlich vorhin auch schon gespielt. Haben wir vorhin schon Rush gespielt. Meine Hoffnung war ja tatsächlich, dass Wake Island kommt. Wake Island und Back to Carcant. Habe ich aber beide jetzt noch nicht gesehen. Ich habe aber jetzt auch gerade nicht mega doll geguckt, welche Maps so da sind. Ich habe nur mal geguckt, okay, Rush-Modus. Oder? Ja, ist auf jeden Fall ein Riesendingen. Und jetzt, also im Moment, wie gesagt, die Hazard Zone, die interessiert mich sehr. Ich weiß, Konki. Und weil ich weiß, dass du das nicht richtig formulieren kannst, deswegen habe ich das ja gesagt. Dann habe ich nämlich meine Ruhe. So, immer noch nicht genug für da was Neues. Aber hier könnte ich... Ja, der Schweißbrenner macht ja hier gar keinen Sinn, ne? Rauchgranate ist alles noch zu. Was wäre denn hier sinnvoll? Wow! Oh. Danke für den Follow, Stuhlsitzer, und willkommen bei den Pumpern! Bringe gefallene Truppmitglieder zurück. Ich glaube, das werde ich holen und ausrüsten. Das macht mehr Sinn. Weil ich immer in Scheiß-Teams bin. Und das habe ich jetzt sogar gekauft. Ne? Ja. Das macht mehr Sinn, weil ich immer in Scheiß-Teams bin. Ich bleibe dann am besten ein bisschen zurück und belebe die Leute wieder, wenn sie gestorben sind. Ja, Konki, wenn du fertig geladen hast, sag Bescheid. Dann sehen wir uns auf dem Discord und können ja ein bisschen zusammen zocken vielleicht. Warum sind wir denn schon nur drei? Das finde ich ja schon wieder richtig scheiße. Das wird nicht einfach, aber jetzt gilt es. Sichern diese Laufwerke. Obwohl, hier ist noch einer näher, ne? Wobei, warum ist denn auf 4 jetzt immer noch der Sucher? Wo ist denn mein taktisches Dingen? Ach so, hier. Neueinstiegspunkt. Habe ich zwar angefordert, aber irgendwie kommt nichts, ne? Weil noch keiner tot ist wahrscheinlich. Okay. Erstmal aufschließen zu meinem Team jetzt. Ein Datenlaufwerk ist nicht weit weg. Leute, wir müssen zusammenbleiben. Jeder rennt jetzt woanders hin. Seid ihr behindert? Wie Gegner gesichtet. Ja, aber wir sollen Datenlaufwerke holen, ihr Idioten. Oh. Uplink in der Nähe verfügbar. 10 Stunden ist doch fix. Ja, die sind schnell rum. Datenlaufwerk, ganz in der Nähe. Da.
Das erste Datenlaufwerk, das ich safe. Wenn ich safe. Ich weiß ja gar nicht wie. Ah, da. Ich hab das erste Laufwerk. Suchen wir die anderen. Boah, 1000 XP. Da habe ich einen Gegner gesehen. Scheiße. Ja, super. Wo ist mein Team? So viel zum Zusammenhalt. Aber was soll ich auch machen, ne? Der eine ist nach da gerannt, der andere ist nach da gerannt. Was willst du dann machen? Kannst du nichts machen. Ja, jetzt bleibt wenigstens am Leben, ihr Spackos. Den will ich gar nicht weiter beobachten. Wir haben Verluste. Ja, der soll ruhig... Ihr sollt alle sterben am besten. Kackteam. Mach sie fertig. Oh, Jungs, sterb jetzt nicht. Nicht sterben. Ist alles bereit, um abzukoppeln? Ich gebe das Zeichen. 5, 4, 3. Also, du bist der beste Mann für mich. Ich laufe vor und wenn ich sterbe, hilfst du mir einfach wie immer. Ja. Oh, sehr gut. Das sind aber auch Gegner direkt. Die über die Map fliegen irgendwie. Oh, Mann! Das war's. Bitte komm. Einsatzkommando. Aber wenigstens 1000 XP-Punkte mal geholt für Datenpaket eingesammelt. Ich brauche da ein richtiges Team. Ich glaube tatsächlich, dass die Hazard Zone erst Sinn macht, wenn man wirklich mit 4 Leuten da reingeht, mit denen man auch quatscht über Discord. Weil man hat jetzt gerade gesehen, ich meine, in den ersten 2 Matches, die sind auch nicht gut gelaufen, aber das Team ist zusammengeblieben. Und jetzt gerade, wir waren 3 Leute, wo absolut kein Plan hintersteckte. Der eine läuft nach links, der andere nach rechts, der andere in der Mitte. Ich meine, ich hätte jetzt klar... Na, mit einem mitlaufen können, aber dann wären wir trotzdem nur 2 gewesen und der eine wäre auch alleine gewesen. Von daher, egal wie man es gemacht hätte, war jetzt da halt Blödsinn. Kommt schon. Legen wir versuchen es noch einmal und dann gucken wir mal. Dann gucken wir weiter. Was ist denn mit Store? Eine Sanitätskiste wäre vielleicht gar nicht so schlimm. Also gut. Flugabwehr-Raketensystem. Verbundwaffe. Hallo, ich war doch noch am Ausrüsten hier. Sonst sind so lange Ladezeiten. Jetzt bin ich was am Ausrüsten und dann... Ja. Wieder mal typisch. Wieder mal typisch. Ach ja. Bei den Ladezeiten kann man schön am Handy rumspielen, wenn im Chat nicht viel los ist. Du, 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 du. Pipapu.
Wo ist denn hier zum Zeichnen? Ich muss gerade meiner Cousine... Ich muss gerade meiner Cousine mal was schicken. Oh, das ist schön, wenn sich die Teamstärke von 4 plötzlich wieder auf 3 verringert. Super. Klasse. Wieder ein Dreier-Team gegen Vierer-Teams. Da hat man doch richtig Bock. Feindwahrscheinlichkeit sollten wir vielleicht mal... Gefrorene Küste, Gletscher, Aussichtsplattform. Da sollten wir uns vielleicht mal drauf festlegen. So ein bisschen gucken. Aber man muss jedes Mal neu kaufen. Vor jeder Runde. Okay. Das ist natürlich... Wow. Ich dachte, man schaltet das halt frei, dann für immer so. Dann spar mal lieber, ja. Ich dachte, man schaltet die halt frei damit. Das ist ja dann wie bei Counter-Strike, ne? Jede Runde neu kaufen hier. Geil. Also nicht geil. Tja, was ist denn die DM7? Halbautomatik. Weil ich brauche definitiv entweder eine bessere Waffe oder eine bessere Panzerung. Dafür lebe ich. Ganz in eurer Nähe ist ein Uplink. Ja, nun aber wäre es dann für immer frei, bis die irgendwann sowas von ob... Ja, nee, nicht unbedingt. Ne? Die müssten das halt dementsprechend die Preise anpassen. Aber das wäre dann... Ich finde, das wäre dann aber eine... Eine Motivation, sowas auf Dauer sich zu... Guck mal, der rennt schon wieder nach da, der andere rennt nach da. So wird das nix. Und jetzt ist der schon tot, weil hier irgendwo Gegner rumrennen. Warum ist der denn jetzt schon tot? Der ist ausgestiegen. Geht da drüben in Position. Der ist einfach raus. Arsch. Hier könnte Ärger drohen. In meiner Nähe. Das ist doch gar kein Ärger. Laber nicht, Jung. Viele ungesicherte Datenlaufwerke kann es da draußen nicht mehr geben. Der ist auch ausgestiegen. Geil, jetzt bin ich alleine. Super. Super geiles Team. Ich bin echt froh, dass ich sie alle habe. Habt ihr eine Partyanfrage gesendet? Nee, gucke ich gleich, Konki. Social. Sozial. Hier ist keine Einladung angekommen. Aber ich bin der Party beigetreten. Unsere Gegner fordern Verstärkung an. Ihr müsstet ihr Signal sehen können.
Also ich bin deiner Party beigetreten. Oder du meiner. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Und das sieht schon geil aus, ne? Hier mit den, wo überall das Eis runterfällt und so. Oh, da sind Gegner. Das sieht aber total nach Bot aus, ne? Welchen Discord? Moment. Ja, wir können auf meinen oder auf deinen. Mir ist das wurscht. Aber lass Hazard Zone spielen, Conky. Warte. Ich komme sofort. Ich finde Hazard Zone ganz interessant. Wenn das Team mal zusammenbleibt. Conky, ich bin bei dir im Gamer-Raum. Auf deinem Discord im Gamer-Raum bin ich. Spiele 5 Runden in Hazard Zone. Ja, hallo, willkommen. Hallo, ja, willkommen bei dir. Ja, danke, bei mir, bei mir. Ja, da ich dir beigetreten bin, musst du machen. Hazardzone, habe ich schon so vorbereitet. Hast du es schon vorbereitet? Ja, ich war Hazardzone da eingeklickt und jetzt gestartet, waren 30 Spieler. Der zeigt dich, sind wir jetzt in einer Party oder nicht? Nee. Ah ja. Ich schicke mir noch. Gut. Dann können wir ja gleich mal sehen. Weil in ganz normalen Battlefield-Modus den spielen ja alle. Ich bin ja alle. Ja, echt, oder? Wenn du jetzt gerade so bei Twitch guckst, ne, alle spielen den normalen Modus. Ich habe aber bekanntes. Vorher nichts Partys machen. Du hörst dich sehr schlecht an, Conky. Ja. Das irritiert mich gerade, ich mich schlecht anhöre. So abgehackt jetzt, wahrscheinlich. Ja, jetzt hörst du dich aber wieder normal an. Hä? Wir sind aber nicht. Nee, wir sind aber trotzdem nicht bei Hazard Zone in einem Team. Das ist ja kacke. Ja, aber müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir nochmal raus. Hast du vielleicht einfach nur Join gemacht und nicht mit Team Join oder sowas? Konnte man da was auswählen? Ich konnte das Spiel starten. Immerhin. Immerhin. Oh, bitte. Oh. Ja, ich kann das Spiel erst heute Morgen, geschweige jetzt erst laden, nach 9 Uhr. Ja. Ja, obwohl bei mir steht auch Orbital. Also Kourou, französische Guyana. Erlöst. Ja, jetzt bist du drin. Hast vielleicht langsames Internet. Ja, das und vielleicht auch falsche Festplatte kopiert. Auf langsame Festplatte. Ach, warum machst du denn sowas? Weiß ich nicht, weil meine SSD die 500 voll ist, die 500 GB ist ja nichts. Ja, dann hol dir doch mal eine 4 Terabyte. Genau, hol dir mal eben noch eine 4 Terabyte. Hast du dich schon wieder wie ein Roboter angehört? Okay. Liegt aber bestimmt an Vodafone. Vodafone, ich kann auch mal kurz mal gucken. Mikrofon, ach so, jetzt warte, ich mach mal Mikrofon normal. So, mal gucken, könnte jetzt besser sein. Könnte, theoretisch. Könnte?
Hätte, könnte, würde. Ja, ich habe noch jetzt den eigentlich den Rauschunterdrucker eigentlich für die 30er-Serie. Ist mir jetzt bei meiner 10er-Serie auch installiert. Wegen die Kackvögel ein bisschen leiser zu kriegen. Ich finde deine Buschfinken total toll. Ja, aber sie haben kein Thema. Schick dir rüber, Schuhkarton. Nee, das ist also so toll finde ich sie dann doch nicht. Hallo Gamer Dude, und wie ist der erste Eindruck? Ja, bis jetzt gefällt's mir, außer dass wirklich nur Kackmenschen bei Hesazon unterwegs sind. Und beim Battlefield Portal im Bad Company 2 Remake quasi im Rush-Modus nur Vollprofis, die wohl nur ESL spielen. Oh Mann. Ja, ich krieg nur auf die Fresse heute. Hm, super. Ich meine, ich bin ja schon eigentlich schlecht in Battlefield, aber heute bin ich extrem schlecht. Ich kann es mir nur nicht sagen. Oh ja, jetzt meine erste Runde. Was habe ich denn da ausgewählt? Na egal. Ja, also pass auf, Conky. Wichtig ist in diesem Modus, dass wir als Team zusammenbleiben. Wir müssen Datenpakete sammeln. Ach du Kacke. Ein Datenpaket sammeln und möglichst dann auch zu einem Extraktionspunkt und die Datenpakete in Sicherheit bringen. Okay, kriegen wir hin. Das ist so ein bisschen wie die Dark Zone bei The Division. Achso, die Map kenne ich. Okay, schon mal etwas. So, ich markiere mal für uns was. Da, der ist am nächsten. Oh, ich glaube, ich muss Grafik runterdrehen. Zu der Position noch vorrücken. Ja, live und spielen schafft es nicht mehr ganz. Hallo Eve. Eve möchte auch mitspielen. Auch mitspielen. Kein Problem. Und meine Katzen pennen alle. Ich bin faul. Wie immer. Ja, das Schlimme ist, weißt du, normalerweise wollte Sim auf meinem Gaming-Stuhl sitzen. Hat sich immer beschwert, wenn ich die runtergeschmissen habe. Jetzt habe ich hier einen neuen Bürostuhl. Der Gaming-Stuhl steht neben mir. Und was ist? Nee, jetzt möchte sie auf den neuen Stuhl. Das sind Katzen. Du sagst extra neuen Karton. Nagelneuen einen Karton. Nee, den wollen sie nicht. Elektroqualität, Licht. Ich muss was von da bringen, das geht nicht. Zum Start schon Elite-Gegner. Ja, Gamer Dude, das ist wirklich so. Oder wir sind halt Elite-Scheiße. Elite-Scheiße. Ich weiß nicht, wer es ausdrücken kann. Ja. Ist du mal so, leider. Na gut, aber diesmal ist wenigstens gut. Also hier vorne unsere Mitspieler, die zwei, die rennen wirklich auch dahin, wo ich markiere. Ja, ich komme jetzt hinterher. Ich war gerade in Einstellung gewesen. Alles gut. Wichtig ist, dass wir als Team zusammenbleiben. Muss ich jetzt hinten? Nee, muss ich spielen nicht neu starten? Nein. Da sind sie also, die Besatzungstruppen. Hallo Anja, grüß dich. Ich orte ein Datenlaufwerk, nicht weit von hier. Ich weiß, was ich machen kann. Bisschen ärgerlich jetzt für mich. Was ist ärgerlich für dich? Ja, OBS, mach ich auf 30, FPS bei 60. Geht jetzt in die Reihe. Hab nicht weit von hier ein Laufwerk geortet. Ruf so schnell wie möglich zur Markierung vor. Ich merke langsam, dass mein Rechner schlapp macht. RIP, Stream und spielen. Stream on. Stream der Feind von der Verstärkung an. Deaktiviert ihr Signal, wenn ihr könnt. Oh, so. Oh, Gegner markiert. Oh, toll. Ich bin hier noch ganz alleine. Oh. Ah, ich sehe sie. So, Anja, ich hoffe, es läuft jetzt besser. Achtet auf weitere. Markierung gesetzt. Ist ein ziemlich weiter Weg. So, 3 Minuten spiele ich. Ich lebe noch. Ja, du hast dich auch nicht bewegt. Feindliche Verstärkung unterwegs. Ihr müsstet ihr Signal sehen können.
Unsere Gegner fordern Verstärkung an. Ihr müsstet ihr Signal sehen können. Gefahr, hier. 110 Grad. Etwa 70 Meter von meiner Position. Da sind die beiden. Erstes Datenlaufwerk gesichert. Jawoll. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Beim Team. Ja, beim Team, ja. Hier Extraktionsmaschine. Wir sind in ein paar Minuten da. Ja. Oh, wir müssen zum Extraktionspunkt. Ja, läuft jetzt besser? Super. Wo ist denn das? Oh, ich habe getötet. Geil. Wir können aufhören. Jawoll. Alles erreicht, ne? Ja. Ach, da hinten ist er. Oh, scheiße. Markier beim Mausrad, ne? Oder wie war es da markieren? Q, achso. Ja, da hinten, da ist einer, war einer. Jungen, bleib hier! Ich kann helfen! Da ist jemand verletzt! Ich lauf! Oh nein! Mit dem Auto! Okay, ich hab's nicht ganz geschafft. Toll. Druckmitglied hat ein Datenlaufwerk verloren. Holt es zurück. Tot. Ich habe tatsächlich einen erledigt. Kapsel voller Datenlaufwerke landet im Zielgebiet. Findet sie und bergt, was ihr könnt. Fuck. Gruppeneinstieg. Zwei Minuten. Gut, ich mache jetzt erstmal alles fertig, dann werde ich auch endlich mal anzocken. Bis später. Okay, Stuhlsitzer. Bis später. Danke, dass du da warst und danke für dein Follow. Voll krasser Typ. So. Trupp wurde ausgelöscht. Ja. Ah, ich habe jemanden getötet. Ich auch einen. Angeber. Angeber. Weil den Modus finde ich schön, weil das ist so, ne, das sind auf jeden Fall, die Matches sind schneller als 128er Map. Ja, und du hast ein schönes Ziel halt. Mir war es halt wichtig, was anderes zu sehen als diese Map jetzt gerade eben. Was war dir wichtig? Mal eine andere Map zu sehen. Ach so. Das war mir erstmal wichtig, mal was anderes zu sehen als die Beta-Level da mit der Rakete und so. Was kann ich dir heißen? Orbital. Orbital, genau, Standard, ja. Hm. Wieder, ich hab die 10 Stunden. Frei, erstmal mal gucken. Ja, reicht ja für heute. Reicht ja für heute, ich kann ja mit Teil 2 spielen. Und dann muss man also für die Uroma einkaufen und dann... Ja. Und heute ist Disney Day, also ich gucke in einem Film heute Abend. Oh, was guckst du denn? Shang-Chi. Shang-Chi. Das ist so, trifft Matrix, Marvel, nach dem Motto. So, okay. Asiatischen Kampf. Ach so, das mit den, mit den Ringen. Mhm. Ist der jetzt bei Disney Plus? Ja, seit gestern, genau. Ne? Ab heute? Ja, und andere Sachen noch, ja. Stimmt, die muss ich auch gucken. Soll gut sein. Ja, ich mach ja eh auch, ich denk mal, wenn du aufhörst, werde ich auch mal Pause machen. Weil heute Abend kommt ja auch meine Freundin und die sitzt ja dann hier neben mir und eventuell spielt die auch Battlefield mit oder New World, mal gucken. Mhm. Na, ich habe ihr ja einen eigenen Account auf Xbox gemacht mit Game Pass und so. Ja, geht ja. Spielen. Genau. Und deswegen, dann mache ich heute Mittag mache ich noch eine Pause, um was zu essen und so und ja. Ja. Das Plan. Ja, nachher kommt man so und deswegen Halbzeit Feierabend. Lass mal. Du musst übrigens noch auswählen, dass wir, ob wir spielen. Da steht nämlich Partyführung. Ah, ja. Ja, Entschuldigung. Weiter. Ja, ich mache nämlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr Pausen, weil ich habe wirklich gestern, vorgestern und vorvorgestern nur den ganzen Tag, ich bin aufgestanden, habe mich hier hingesetzt, habe Shin Megami und Pokémon gespielt. Ja, okay, das sind ja auch Spiele, die auch lange dauern. Ja, und vor allem Pokémon. Ich meine, ich bin ja riesen Pokémon-Fan, ne? Aber das Neue,
Das ist halt, du merkst, das ist alt. Das ist halt immer dasselbe. Ne? Ja, das ist ein Remake halt von einem alten Spiel und du merkst das. Also mir sind die Augen echt schwer geworden. Das kann Nintendo ja ganz gut, ne? Mit, oh, irgendwie machen wir Neuauflage. Ja. Optisch lässt es sich auf jeden Fall sehen. Ja, Gamer Dude sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Daton und Lost Ark gesuchtet. Ja, eher nicht so. Ja, gut, da kommt auch sehr viel Scheiß raus. Ich habe jetzt Jurassic World Evolution angespielt. Da habe ich jetzt Forza Horizon nebenbei, versuche ich noch. Ja. Das ist meine Zeitknappheit diese Woche, ist echt beschissen. Ja, wer weiß ja, ne? Das absolute Oberziel ist ja, den Frank einzuholen bei Forza Horizon. Ich habe ja schon keinen Bock mehr. Wie der hat gestern geschrieben hat, ne? Ich habe jedes Rennen gefahren. Da dachte ich so, boah, Junge, ey. Keine ja, ich gesagt. Ich wollte schon mal schreiben, Alter, ich lösche das Spiel gleich sofort. Ja. Ich suche mal neue Freunde. Ciao. Aber man muss ja sagen, also, auch wenn er alle Strecken gefahren ist, heißt das ja nur lange nicht, dass er alle Autos hat. Ja, das hat er nicht geschrieben. Ja. Also, du blöd, wenn du zuhörst, Wasche, du guckst bestimmt zu heimlich, du lurkst bestimmt. Du hast nicht alle Autos. Gamer Dude, ja, manche Leute kriegen so Pokémon-Spiele halt ein bisschen früher, ne? Aber es nützt ja nichts. Ich kann ja nur das Gameplay aufnehmen. Ich darf es ja noch nicht veröffentlichen. Weil das Spiel ja noch nicht raus ist. Es kommt ja erst in einer Woche raus. Ich darf nichts raushauen. Ich habe nichts davon, außer dass ich mein Gameplay schon vorher aufnehme. Ab und zu ist meine Stimme verzerrt. Okay, dann stimmt heute irgendwas nicht. Aber Gamer Dude, also ich kann dir jetzt schon sagen, falls du Pokémon-Fan bist und du hast dir Brillanter Diamant oder Perle de Perle oder wie die andere Edition hast, vorbestellt hast, also ich würde tatsächlich als Hardcore-Pokémon-Fan würde ich empfehlen, zu stornieren. Ich hatte ja eigentlich auch zuerst bestellt, weil ich nicht wusste, ob ich das jetzt früher kriege oder nicht. Und ich habe meine Bestellung tatsächlich storniert. Erstmal, weil ich halt jetzt Strahlender Diamant schon habe und Strahlender Diamant auch vorbestellt hatte. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, Brillante Perle vorzubestellen, aber nee. Nee, nicht wegen der Optik, Gamer Dude. Das Spiel von der Optik her finde ich gar nicht mal so schlimm. Da beschweren sich zwar viele. Aber einfach das Gameplay, das ist sehr, sehr altbacken bei Strahlender Diamant. Ist absolut nicht motiviert. Ich habe es gestern, ich glaube, fast 12 Stunden am Stück gespielt und war schwer. Waren schwere 12 Stunden. 12 Stunden am Stück, war schwer. Ja. Nach 4 Stunden platten Arsch. Nee, vorgestern habe ich ja dieses neue Shin Megami Tensei 5 gespielt. Auch, ich glaube, 13 Stunden am Stück. Und das ist mir sehr viel leichter gefallen. Das hat sehr viel mehr Spaß gemacht, tatsächlich, als Pokémon. Da habe ich richtig Bock gehabt. Ja, Pokémon ist auch eine feine Sache. Ja. Deswegen, also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, morgen kommt meine Freundin nicht, das heißt, morgen Mittag habe ich wieder jede Menge Zeit. Also ganz ehrlich, bevor ich morgen Pokémon weiter aufnehmen würde, würde ich tatsächlich Shin Megami Tensei 5 weiter aufnehmen. Und das kommt von einem Pokémon-Fan. Ja, also... Hier. Oh, wie ist es besser? Gut, ich rausschneide, dann wird heute gedreht. Gut. Übrigens ein Fact, der vielleicht auch manche Leute abfacken dürfte. Dieses Brillante Perle und Strahlender Diamant, beide Spiele sind auf einer Cartridge. Okay. Das haben Hacker herausgefunden. Da ist nur eine Zahl, die müsste verändert werden. Oh. Und dann startet der statt Strahlender Diamant Brillante Perle. Das ist abgewichst, Alter. Ja. Ja, da haben sie sich's richtig einfach gemacht. Oh Mann. Dann warte ich mal auf deine was Videos. Was für FPS? Ich habe hier 60 begrenzt, nein, nicht ganz, auf 30. Weil läuft bei mir nicht ganz so rund wie gedacht. Wo lauft ihr denn? Guck mal, alle laufen weg. Da ist gar kein Datenmodul, wo alle hinrennen. Ich bin einfach gelaufen. Ich markier mal. Ich bin mir vertrauen. Ja, ich habe einfach mal markiert für uns.
Ich habe das Livestream auf 30 FPS begrenzt, weil es geht momentan nicht anders. Ich muss eine Stunde damit ändern noch. Aber immer werde ich sterben. Winchester, oh, ein toller Name. Wir sind übrigens alle Noobs im Team, ne? Wir sind alle Stufe 0. Ja, für meine Klasse gibt es keinen Ausdruck. Minus 1. Minus 1. Ich laufe rückwärts. Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Ich muss mal reinkommen hier. 4. Das ist ein tolles. Wo rennt ein Konki hier lang? Hier, oh, hier. Ja, du rennst falsch. Ja, ich habe eine Fähigkeit. Einen Scanner habe ich hier. Denk dran, wir müssen zusammenbleiben. Ah. Das ist wichtig. Datenscanner habe ich. Ja, richtig. Und damit markierst du, wo wir hin müssen. Also, alles klar. Weil da kämpfen sie schon da hinten. Da ist schon ein anderes Team wahrscheinlich bei der Extraktion. Ja, geil. Keine Bäume, nix hier. Vorsicht, super. Du hast nur das eine Leben, ne? Ja, ich weiß. Aber ich mache es nicht. Es sei denn, einer aus unserem Team lebt lang genug, dann kannst du bei dem nochmal wieder spawnen. Ja, irgendwie nach 2 Minuten, was ich gesehen habe. Da hinten. Also. Ja, aber. Oh, fuck. 240 Grad. 200 Meter entfernt. Ah, der ist platt. Ne, da sind noch mehr. Ich habe verstanden. Alter. Kinn liegen bei C, ne? Nein. Z. Z. Y. Ja, Z ist ja Englisch. In Gebüsch. Steiner, ja. Hau ab. Das ist unser Ziel. Auf Distanz schaffe ich dann mit meiner Waffe nichts. Feindliche Verstärkung unterwegs. Wir müssen hier sie gerade. Der ist gestorben. Gut. Jetzt übers Wasser laufen, das so schlau ist, weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Jason Kramer, hi! Grüß dich! Die haben einen von uns erwischt! Die haben einen von uns erwischt. Da hinten, Scheiße. Was ist denn, warum ist der denn da hinten? Oh. Ah, die haben sich wiederbelebt. Achso, ich auch. Bin auch 18 Meter von dem Wald entfernt. Ja, ich schwimme gerade übers Wasser. Ja, ich will über die Brücke laufen. Bin seit gestern leider in Quarantäne, werde also öfter deine Streams gucken. Oh, es tut mir aber leid. Ey, wieso fährt er die Brücke hoch? Ja, dass der öfters deine Streams guckt, tut ja, mir auch leid. Tut mir aber leid. Juhu, Gott, Mucke, grüß dich. Pass auf, da ist einer über die Brücke gerannt. Ja, hinter mir. Oh, scheiße. Ich war gerade begeistert von der Brücke, die hochgeht. Habe noch nie sowas gesehen. Oh. Und Konke und Herr Blamer. Ja. Was? Wie? Oh nein! Fuck! Keine Verstärkung möglich. Ich brauche Hilfe! Einer von uns ist schwer verletzt! Haltet euer Signal aktiv. Wenn ihr Bock habt, mal sehen, wie ich sterbe, müsst ihr auf Twitch rübergehen, mein Game Blamer. Da seht ihr mich sterben. Hier erlebt ihr mich, wie ich sterbe. Fuck! Ja, scheiße. Daton, hab auch mal den Download gestartet. Bin ja auch sehr gespannt auf Pokémon Arceus. Fuck, ganze Team wieder platt. In Quarantäne, Jason. Oh Gott, dann wünsche ich gute Besserung. Scheiß Quarantäne, ey. Wird Zeit, dass der ganze Kack mal abgeschafft wird. Es wird immer schlimmer, ne? Trotz Impfen, wir sind alle geimpft. Fast alle. Ja. Einfach lächerlich. Ja, finde ich schon, ja. Ich finde, jeder, der sich jetzt bis jetzt nicht hat impfen lassen, das ist seine eigene Entscheidung, klar. Ja. Ne? Lass ich jedem auch. Ne? Kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Aber ich finde, nur weil Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, die Freiheit von den Leuten jetzt noch einzuschränken, die sich haben impfen lassen, durch was auch immer, finde ich absolut falsch. Und sollte komplett abgeschafft werden. Ich finde, jeder, der geimpft ist, auch wenn du die Krankheit weiter übertragen kannst, sollte alle seine Freiheiten wiederkriegen. Ohne Maske einkaufen von mir aus, feiern gehen, was weiß ich, alles. Ja, ist alles ein schwieriges Thema. Ist einfach. Ja. Ungefähr mal ja auch eine, oh, heul, heul, heul. Der wäscht sich dreimal eine Stunde die Hände. Wenn nicht öfters. Aber wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Hab auch Krankenschein. Mucke, wo hast du einen Krankenschein? Nachbestellt oder wo hast du den her? Was hast denn? Ne, ich weiß gar nicht. Nachbestellt. du musst wieder das Spiel wählen. Ja, er lädt hier bei mir noch. Ach so. Ja, von, ich hab... wenn du willst, können wir auch mal was andere, also einen anderen Modus spielen. Das
Hazard Zone habe ich nur vorgeschlagen, weil ich die eigentlich bis jetzt am besten finde. Es ist nicht schlecht, man muss halt ein bisschen mit Taktik vorgehen, aufpassen und nicht einfach reinrennen. Ja, ist ja unser Ding, ne? Ja, unser Ding aufzupassen, genau. Ja, können wir mal, kurz zurück. Was haben wir noch so? Hazard, All Out War, ist das alles? Total. Ja, das ist der normale Battlefield-Modus. Alle gegen alle. Also nicht alle gegen alle, sondern halt Punkte einnehmen. Conquest. Was gibt es denn hier? Durchbruch, Eroberung, Durchbruch. Das ist eine intensive Mode, bei sich per Frontline ständig verschiebt. Die angreifenden Einheiten müssen alle Ziele auf einmal erobern und die verteidigenden Einheiten zwingen sich in ihrer nächsten. Aha. Erobern kennt man ja. Ja. Nochmal Durchbruch. Mal gucken. Der Gamer Dude hat bald schon die dritte Impfung. Die Booster-Impfung. Ganz meine Meinung, Blamer. Herr Muck ist deine Meinung. Hi, wollte mal fragen, lohnt es sich das 10 Stunden runterzuladen? Hi, ich kann deinen Namen nicht richtig lesen. VX Pönig. Ja, lohnt auf jeden Fall, mal 10 Stunden reinzukommen, um sich eine Meinung zu bilden über das Spiel. Weil ich bin auch so, ja, nein, ja, nein. Ich werde nach 10 Stunden entscheiden. Weiß nicht, was mir holt. Ich habe mir noch nicht geholt. Vielleicht war die Frage nicht, ob es sich lohnt, das runterzuladen, um das 10 Stunden zu spielen, sondern ich glaube, die Frage war doch, lohnt es sich, das 10 Stunden runterzuladen? Ja, da muss man den Anbieter fragen. Alter, ich war bis gestern noch arbeiten. Gestern Nachmittag ging dann nichts mehr. Oh, Mucke, das ist nicht schön. Hä, warum bin ich denn nicht in deiner Squad? Weiß ich nicht. Ich bin ja Ladebildschirm noch. Sanduhr. Ach so, dann vielleicht deswegen. Ich glaube, ja. Die Squad hat ja 5 Leute, ne? Man rechnet jetzt auch 2018. Der ist nicht der Neueste mehr. Ärgere mich langsam. Dass die Grafikkarten so teuer noch sind. Das kotzt mich an. Ich hab gesagt, bis 800 gebe ich Geld, 800 Euro gebe ich aus. Aber nicht mehr. Ah, jetzt sind wir in einem Team. Ach, das ist wir das sind intim. Intim. Ey, das ist direkt in einem Flugzeug. Das ist June. Voll Sand hier. Ich spawn direkt in einem Flugzeug. Bei dem Sand muss er aufpassen, ne? Das geht in jede Ritze. Ja. Und knirscht, ne? Zwischen die Zähne. Ja. Knirscht auch zwischen den Pobacken. Den Pobacken. Ah, gut, dass ich Thermoschlupf anhab. Hier muss er aufpassen auf Sandwürmer. Ja. Ach du Scheiße. Achso, Fallschirm. Im Space. Gut. Boah, was hier los ist, ey. Ja, merke ich. Meine. Oh, heftig. Ich setz mich einfach in den Busch. Wart es ab, ne? Ja, richtig. Aua, warum ich so? Oh Mann. Man, mich sieht keiner hier im Busch. Ich bin genau an dem Punkt, den wir einnehmen müssen. Ja, liebe Mitspieler, man kann auch im Spiel Leute helfen. Was? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gemacht. Wie, du Helm kriegt man Punkte. Ich hätte mal bestimmt eine Waffe. Ich blicke nicht mehr durch. Warum hat er jetzt immer noch die L? Achso, hab ich ja ausgewählt. Okay. Alter Schwede. Deine Stimme verzerrt, Konki. Immer noch? Ich mach mal Nvidia Kackding da mal aus. Meine Vögel sind eh jetzt gerade tot. Aber es ging doch immer alles. Die ganzen Tage. Wo ist der scheiß Heli? Schneider runtergeholt. Mir hat jemand geholfen. Oh, toll. Danke fürs Helfen, dass ich wieder sterben konnte. Hi, Sanjo. Ja. Alter Schwede. Aber ich muss ihn gerade mal einstellen, das geht ja gar nicht. Der Feind hat sich neu formiert. Sichern wir diesen Sektor, bevor wir weiter vorrücken. Ah, ja, ich hab ja Waffen. I helfen. Schreibt Daton. I helfen. Hä? Ja, kannst auch nur jemandem helfen. Ach, da oben.
Die stehen auf dem Berg und ballern Roller. Das sind ja, das ist ja schon wieder so ein Thema für sich. Ja, leck mich doch am. Warum funktioniert denn mein Ding hier nicht? Sie zu weit weg. Volle Kanne. Ja. Ich brauche einen Ranger an dieser Markierung. Up and down. Ich hole mir erstmal meinen Hund. Dein Hund. Hallo, also. Fox Lady. Annika. Na komm, Hündchen. Hündchen. Kommst du jetzt? Komm. Komm zu Papa. Worauf schießt der denn? Ist da ein Heli schon wieder? Panzer. Oh. Wo? Ja, Sandhügel, ich bin gestorben. Muss man kurz mal. Aber ist doch unser Panzer. Ich muss doch eine neue Kühlung holen. Ich glaube, das Lager knattert jetzt ein bisschen. Das Lager knattert? Das ist gepumpelt. Oh, fuck. Im Game habe ich mir heute fette Kritik reingezogen. Ja, hat die voll reingezogen? Und erzähl mal, ich habe davon nichts reingezogen. Ich wollte selber spielen. Ich brauche so, Wiederbelebung. Jetzt hol ich mir den Sniper. Jetzt mach ich das auch mal um und stehen. Also mir hilft auch keiner. Ja. Oh, guck mal, Hubschrauber. Oh, ich hab kein Geld. Ich dachte, du hilfst mir. Hast doch gerade noch gesagt, helfen ist in. Ja, helfen ist in. Wenn ich da sein könnte, wo bist du überhaupt? Ich habe keinen Durchblick hier. Ich hab statt einem Fallschirm habe ich einen Wingsuit. Spiel jetzt Forza, ich habe ein Auto jetzt. Der kann aus dem Auto mich rausballern, das ist ja fies. Ja, sie sind nicht so nice. Was? Achso, die fliegen. Ja. Battlefield, ne? Call of Duty wäre jetzt. B3. Battlefield, Call of Duty wäre auch schon schlecht geredet, noch gar nicht draußen schon. Keine Ahnung, hab nur mit. Mimimi gehört. Aber nur. Ey, Wingsuit ist geil. Habe ich ihn auch noch? Ja. Ah, cool. Ja, Battlefield gefällt einem oder gefällt einem nicht. So ein Battle, den gibt's ja gar nicht, finde ich. Helft mir! Bitte! Wir verheizen Ressourcen, um im Spiel zu bleiben. Mann, ey! Keiner hilft! Obwohl Konki gesagt hat, helfen ist Pflicht. Hast du doch gesagt. Ey, ich bin aber ein Hubschrauber. Ich bin selber beschäftigt. Ziel erobert und gesichert. Tochter, hab jetzt keine Zeit. Ich bin mal zocken. Ruf später nochmal an. Was sieht denn jetzt? Oh, Mann! Helft mir nicht! Helft mir nicht! Fliegt der Hubschrauber auf? Nur der. Was macht der Hubschrauber hier oben? Wartet nur. Wegner Spiel frisst halt mein Rechner auch ungewöhnlich. Ist ja langweilig hier. Für raus hier. Ey, die rennen alle an mir vorbei, aber keiner hilft mir. Das stimmt mit euch nicht. Wo bist du denn? Ach, da, ich komme zu dir. Jetzt bin ich gleich 5, 4, 3. Ja, gut, das hab ich ja nicht. Ey, 1000 Leute im Haus, kein Mensch belebt mich wieder. Ja. Dabei hast du gesagt, das ist Pflicht. Ja, hab ich gesagt. Ich bin enttäuscht. Wir müssen ja einen Impftest machen, bevor sie helfen. Ich weiß es nicht. Das liegt hier rum. Bravo 1 wird angegriffen. Das gibt wirklich gar nichts. Jungschef.
gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Ich will wieder einen Hund. Ja, das Retzen backt wohl etwas. Ach so, das Wiederbeleben. Okay. Jawoll! Ich habe zwei Leute getötet! Ja. Jetzt bin ich tot. Super. Ich seh jetzt einen Panzer, ganz sicher. Oh. Ich habe die Grafik bestimmt auf hoch gestellt, nicht mal ultra. Schon ein bisschen angenehmer. Man sieht eh nicht. Alter, du musst auch zum Gegner fahren und nicht hier mal rumstehen. Ist das nicht crazy? Bravo 3 haben wir hier. Alle hier, da sind die alle. Ich geh raus. Fuck! Wie du gehst raus? Nein, ich geh raus und Panzer raus. Ja, toll! Und hebel wieder. Ich frag gar nicht mehr nach einem Medik. Da kommt eh keiner. Geil, ja. Ja, ist halt so. Ist traurig, aber ist so. Ich muss sagen, hier sind echt viele Sniper. Weiber auch, aber es. Weiber? Sniper, ja, Sniper. Ich hab Weiber gesagt. Ich glaube, Warzone war doch angenehmer. Ja, versuch mir nicht zu helfen, hat keinen Sinn. Versorgungsabwurf ist jetzt abrufbar. Sie greifen eines unserer Ziele an. Ja, schon mal dran gedacht, GTA zu bringen, könnte auch lustig werden. GTA habe ich schon mal gebracht, früher. Habe ich schon. Am Tisch spiele ich mal GTA, wenn ich da mal Spaß haben möchte, so mit UFOs fliegen lassen, Schiffe fallen lassen. Aber das ist in modernen Welten. Weil es kostet viele Accounts, so viele habe ich nicht mehr. GTA Remastered Trilogy ist jetzt raus, ne? Ja, habe schon gelesen, aber bis jetzt hype mich das nicht so. Och, also so mal GTA Vice City nochmal spielen in geiler Grafik, doch, das bockt. Ich hab's nie wirklich gespielt, wäre interessant mal das zu spielen, weil ich da die Generation war mit dem Kackrechner. Doch, gerade Vice City, geilstes GTA von allen. Ich bin nur gebannt. 80er Jahre. James Keller, GTA wird Conky nur gebannt, das ist keine gute Idee. Ja, ja, er scheint dich zu kennen. Ja, ich habe schon 3 Accounts verloren. Aber es hat eine Gründe gehabt. Ja, weil du so ein dreckiger Hacker bist. Wieso stirbt er nicht? Doch, hier stirbt er. Ordentlich was los auf dem Schlachtfeld. Ja, auf jeden Fall, Gamer Dude. Ey, auf jeden Fall. Die Reaktionsabfrage ist hier ziemlich mau. Ne? Ich schieße 3 Mal auf den Typen, nichts passiert. Dann stirbt er erst. Ne, dann hast du wahrscheinlich daneben geschossen. Daneben? Das war nicht daneben. Ich stand 2 Meter vor ihm. Er hat nur nach oben geguckt, mit Raketenwerfer nach oben. Hat mich nicht gesehen. Ich hab ein Dingens. Verstehst du? Dingens. Hier so ein Flugdingen. Ich komm da mal rein. Ja. Ich bin eh tot. Hier hält ja eh keiner. Ich weiß nicht, wie ich den Flugmodus umstelle. Ich bin im Moment im Schwebemodus. Wie kann man den umstellen? Ach da, Flugmodus umschalten. Y. Keine signifikanten Fortschritte im Sektor. Ich möchte Bann sehen. Ja, Mucke, ich weiß, dass du Bann sehen möchtest. Also den Bann kriegen wir mal nachhinein. Später. So per E-Mail. Sie haben Paragraph 5 verletzt und das ist nicht gut. Ihr Account wird auf 0 zurückgesetzt. Machen Sie es nochmal, dann werden die gekickt. So, ich bin jetzt bei dir drinne. Kannst abspringen. Ich bin extra hier.
kann man ballern, kann ich jetzt. Und leider ist bei Vice City nicht mehr viel von der geilen Mucke dabei. Echt? Ja gut, wahrscheinlich wegen GEMA, Copyright und sowas, ne? Ja, Jason, du kannst bei Thaler, du sammelst hier in meinem Chat Thaler. Und mit Thaler ausrufezeichen kannst du halt, genau. Wie schon da bist, wie viele Thaler du hast. Es gibt auch ein paar Spiele, die ich bearbeiten muss. Noch. Weil ich bin so instant faul. Instant faul? Neues Ziel unter Kontrolle. Ein Ziel wird angegriffen. Ja, ich bin auch da. Ich möchte nicht wissen, wie viele Punkte ich allein durch Spawns bei mir krieg. Ja, stimmt. Oh mein Gott, nein! Feindliche Verbände haben ein Ziel übernommen. Ich glaube, ich bleib einfach nur jetzt fliegen mit dem Dingen hier. Bleib doch oben verstehen, ne? Und. Rakete! Ist er schon. Könnt ihr aufhören zu schießen? Ich bin Freund und du alle! Ist ja wie bei PUBG, du läufst eine halbe Stunde rum, hast alle Waffen und stirbst. Dann machst du aber irgendwas falsch. Ja. Er bittet um Wiederbelebung. Hallo! Ja, bitte! Kann ich nicht, ich bin im Flugzeug. Jäger gibt auch, ja. Ich hab eine Gewichte gehabt, aber mir noch nicht. Na gut. Jawoll! Oh, wir haben einen Sandsturm. So, ich flieg mal nach da hinten, wir können einen neuen Punkt einnehmen. Mattet. Aua. Ja, ciao. Ich flieg mal ein bisschen höher. Nee, ich flieg höher. Da passiert nichts. Oh doch, scheiße. Was ist doch? Passiert nichts. Ja, ja, wir. Schlag ab. Oh, guck mal, ich fall! Boom. Passiert nix. Nein, passiert nichts. Denk mal. Videobeweis ausschalten, habe ich beschmerzt. Ah, ich weiß, was ich ausschalten kann. Alliierte Verbände sich an Ziel Charlie 1. Oh, geil. Ich habe mir mein Luftkissenboot geholt. Luftkissenboot? Ja, das habe ich schon freigeschaltet, weil ich ja schon den ganzen Morgen spiele. Ich war ganz schön, ich war schon 200 Stunden arbeiten. Ich habe Katzenstreu gekauft. Das muss ich nachher kaufen. Ich erst gespielt. Das ging nachher einkaufen. Ich habe einen tatsächlich mit meinem Luftkissenboot überfahren. Ja, sehe ich gerade. Ich wollte ihn töten, aber hat sich erledigt. Ja, super. Aufsteigen. Ja, also Gamer Dude, der Sturm an sich ist ja jetzt nicht so aufregend, aber der Tornado, der ist geil. Der Tornado da schön, ach ja, das ist er ja. Der Tornado da schön rein mit einem Dingens Fallschirm kann was. Er hat was, ja. Alle Plätze besetzt. Okay, das muss ich anders probieren. Dürft ihr nur den Modus spielen? Nein, ich will auch einen anderen Modus spielen. Nur ich habe jetzt den Modus ausgewählt. Wir machen gerade mal wieder Warzone. War ein bisschen ruhiger, entspannter. Du meinst Hazard Zone? Hazard Zone. Warzone ist ja Call of Duty. Hazard Zone, genau. Ist alles dasselbe. Glaube ich alle gleich. Das kommt. Wie kannst du es wagen? Wir sind hier.
Das sagt immer Sandy Jackson. Wenn du die Follows oder Subs. Wie kannst du es wagen? Kannst du wagen. Ah, Mann! Da, so. Die sollen nicht von da hinten auf mich schießen. Sollen ja. Die einfach nicht. Kannst halt mit dem Blöd. Alliierte Verbände sichern Ziel Charlie 1. Jawoll. Ich glaube, das Teil ist für Bodenfahrzeuge. Welches Teil ist für Bodenfahrzeuge? Ach so, die... Ach. Ja, ich habe jetzt mal die andere Panzerfaust genommen, weil die andere für Flugabwehr irgendwie nie was erfasst hat. Ja, versuch mir nicht zu helfen. Genau. Das ist doch... Ach ja, ich kann mal die Aufsätze hier ändern, ne? Was kannst du? Die Aufsätze. Mit was? Ja, mit T. Mit T oder Kaffee? Kaffee. Mit T oder... Die Umstellungen sind zu stark. Oh ja, hier zu Ende, Niederlage. Also. Okay. Ich hab 11 assistiert. Ja. Ich bin voll der Bringer hier. Assistiert, hast Kaffee gebracht. Ja, ich hab Tee und Kaffee gebracht. Naja, Trupp platziert 6 von 35, immerhin. Ich sehe nicht, was ein Stress da auf der Map. Ja, ist auch echt stressig. Ich wurde befördert. Oh. Das ist das schön. Ja. Ich habe einen kostenlosen Ladebildschirm. Ja. Besser als nix. Besser als nix, genau. Ja, auch jetzt den Modus für Hand Showdown, gleiches Prinzip und so, aber sehr, sehr schlecht umgesetzt. Ja, man muss jetzt sagen, Hand Showdown war auch sehr, sehr, sehr schlecht umgesetzt, wo es rausgekommen ist. Ich weiß es noch. Sprungmode weg. Solo-Kooperation gibt es auch. Machen wir ein bisschen Ärger. Was gibt es noch Tolles? Achso. Also. Ja, ich hab zwei lange Probleme. Der Hund Showdown ist schon, war früher auch sehr kacke und sehr PC-hungrig. Haben sie auch nach Jahren erstmal gefixt. Die KI sollte ich dabei 300 Meter schon die Augenbrauen rasieren. Ja, das tun sie schon mal 400 Meter. Da hab ich keinen Bock drauf. Du, etwas, Hundi? Ach, hast du wieder Hazard Zone ausgewählt? Ja. Okay. Etwas ruhiger. Meine Zuschauer sind gestresst, zu viel Action. Sind die nicht gewohnt nach Rasenmäher-Simulator, Computershop-Simulator? Genau. Ja. Ich muss einen Meditier-Simulator machen. Was ist denn ein Meditier? Meditier. Meditation, Meditier. Ist das ein mittleres Tier? Ach so. Man kann ja V-Tier sagen. V-Tier-Simulator. Alte Wache. Neue Knarre im Block, ja. Junges Blut. Ja, wie gesagt, Battlefield finde ich, muss man Bock drauf haben. Ja oder nein? Nee, bloß nicht, Muggel. Aber ist ein sehr geiles Game, Hand for Down. Ja, geiles Game geworden. Wie gesagt, es sah schon mal anders aus.
Ja. Also alles, was nach Battlefield 4 kam, war Schmutz. Sprich Battlefield 1 und Battlefield 5. Ja. Da war sogar hier dieses Battlefield Hardline. Selbst das war dagegen mega. Hardline, das Ding, ja, stimmt, da habe ich nur Story nur gespielt. Auf PS3 glaube ich sogar nur noch. Ja, kann sein, ja. Hallo, meisten anders, grüß dich. Alter, ja, also da wirklich, das ist jetzt seit langem wieder mal endlich ein gutes Battlefield. Ja, ich kann nicht viel sagen. Ich werde wahrscheinlich 5 Stunden spielen und 5 Stunden Ladebildschirm haben. Das ist möglich. Ja, ich habe fix noch einiges hier. Bestimmt. Was haben wir so tolle Sachen hier? So tolle ausgewählte Leute. Der Opa sieht toll aus. Ich nehme den Opa. Was hat er denn? Ach, wer hat Mechaniker, Schild? So, ich hole mir jetzt tatsächlich mal diese Runde ein Scharfschützengewehr und bleib schön hinten. Jo. Ich genügend Credits. Ich hab kein Geld. Ich kann hier nicht kaufen. Ich hatte jetzt auch nur 310 Credits. Wie meine, über 170 habe ich nur. Ach so. Und was sagt ihr bis jetzt zum Game? Also Annika, ich finde, das ist ein super Battlefield. Ich bin nur extrem scheiße. Ja. Und Konki? Der ist ja erst seit 5 Minuten dabei, gefühlt. Ja. Frag mich später nochmal. Sonntag oder so. Nee, aber so, also ich hab ja direkt den Stream gestartet hier mit dem Rush-Modus von Bad Company 2 über das Battlefield-Portal und ich war sofort begeistert, aber auch sofort richtig angepisst, weil die Leute einfach, die da mitspielen, einfach super gut sind. Lass sie nicht helfen. Ja, und helfen tun sie auch nicht. Aber das ist ja allgemein was fast jedem Spiel bekannt von Battlefield. Was? Medikill? Was soll das? Könnt ihr nicht rauspatchen? Hat das Crossplay? Ja, Fox Ladies hat Crossplay. Ja, ich hab's aktiviert bei mir. Ich auch. Die Sache bei Crossplay ist nur die, dass bei Battlefield 2042 der Aim Assist wohl extrem gut sein soll. Das heißt natürlich, als PC-Spieler hast du dann tatsächlich gegen Konsolenspieler diesmal schlechtere Karten. Okay, ich geh Konsole wechseln. Gleich. Bis ciao. Ja, das machen tatsächlich viele deswegen, ne? Ja. Genau wie bei Tomb Raider. Spielst mit Controller am PT, weil kannst du besser treffen. Ja. Besatzungstruppen. Ich wusste, wir finden sie irgendwann. PT war das ja Waffen. Ah, ja, Aufsätze. Ah, ich habe noch eine Aufsätze. Au, au, au. Da ist jemand. Nee, ja. Scheiße. Waffenlaufwerk gesichert. Das kommt in die Sammlung. Hier zappeln wir hier am Boden rum. So, eins haben wir. Wir sind in der Nähe eines Datenlaufwerks. Bin ich nicht ganz alleine. Ach doch, jetzt bin ich alleine. Nö, wir sind alle zusammen. Ich meine, ihr seid 50 Meter vor mir. Ohne Grafik. Ja, ich hatte das in der Beta getestet. Hab dort schon mal das Liegen ausprobiert. Ja, das Liegen ist toll. Das kann ich auch ganz gut. Das schnell hinfallen, das kann ich. Wo rennt ihr denn hin? Weiß ich nicht, die schießen auf jemanden da hinten. Aber ich da will was ja auch nicht. Truppenmitglied hat ein Laufwerk verloren. Holt es zurück! Oh nö. Oh nö. Mal, der Modus ist wirklich entspannt, der hat. Da unten liegt das Laufwerk. Ach so, hast du eingesammelt. Sehr gut. Ich habe tatsächlich 2 getötet. Wow. Unglaublich. Ja, Sonjo, ihr Hand-Showdown-Experten. Ich finde es immer noch doof, dass zu dritt genug zu gehen, nicht zu viel. Aber ihr macht das schon ganz toll. Jetzt seht ihr on Potato, wenn wir mal wieder zocken. Also, oder ab. Wo? Konki, wo? Ich bleib da stehen, ich weiß gar nicht, wohin. Ja, ich habe auf Markierung gewartet. Eigentlich habe ich selber markiert, ich habe selber gefangen das.
Okay. So, also ein Diskettenlaufwerk haben wir schon. Wenn Extraktionspunkt kommt, dann könnten wir jetzt zum Beispiel schon entscheiden, okay, wir gehen lieber zum Extraktionspunkt, retten dieses Diskettenlaufwerk oder wir holen halt noch mehr. Ne? Mhm. Das ist dann die Entscheidung, die man treffen muss. Aber ich denke, wenn ein Extraktionspunkt kommt, versuche mir so schnell wie möglich wegzukommen. Ja, jetzt mit Punkte zu sammeln. Aber mir gefällt die Wüste nicht. Das ist ja echt freie Bahn für alles. Jawoll. Ja, ich weiß, ich bin unter der Brücke. Da ist der Datenpot. Wieso erstes? Das ist doch schon unser zweites. Geh zurück. Aber. Ich orte ein Datenlaufwerk, nicht weit von hier. Pass auf, Gegner. Hintere Markierung. Oh ja. Ja! Genau. Das ist richtig. Ich wollte einfach alles. Scheiße! Ja. Mich haben sie angeschossen, überfahren. Ich habe nämlich noch keinen Shooter für meine PlayStation 5. Ich glaube, das letzte Battlefield, das ich gespielt habe, war Battlefield 1942. Ach du Scheiße, das ist ja schon ein bisschen her, Annika. Oh. Aber schaut schon Hammer aus, ja. Der Sniper wurde gesniped, ja. Aber hey, als Sniper habe ich tatsächlich 3 Abschüsse hingekriegt. Oh Mann, immer noch nicht. Kein Stufenaufstieg. Immer noch nicht. Ich war Wesley Snipes. So später als wäre, so flacher wäre das. So müsste ich mich eigentlich im Spiel nennen, Wesley. Und dann als Sniper. Naja, ich habe in meiner Teenie-Zeit extrem viele Shooter gespielt. Dann wurde es mir langweilig. Oh. Okay. Ich finde, sowas kann nie langweilig werden. Dauer kann sowas langweilig werden. Ja. Aber dafür spielen wir alles querbeet. Ja. Partyführung wählt das Spiel. Ja, ich muss immer ein Bild hier haben. Party fühlt das Spiel! Fühl das Spiel! Ich fühle das Spiel! Sei das Spiel! Ist ja noch immer das gleiche Spielsystem, aber suchtet mal schön. Nee, also, pass auf! Hazard Zone ist ja was völlig Neues. Zumindest bei Battlefield. 4er-Teams, ja. Datenpakete holen, extrahieren lassen. Das ist wie bei The Division, die Dark Zone. Und bei dem normalen Battlefield-Modus ist ja das Neue halt, dass jetzt 128 Leute auf einer Map sind. Ja, und... Ja, und gefühlte 128 Mann auf dich ballern. Ja. Aber Halo spiele ich auf jeden Fall, wenn das rauskommt. Ja, Annika, ich auch. Da bin ich ja auch mit dabei. 8. Dezember. 8. Dezember haben wir noch ein bisschen Zeit. Ey, ich habe ja gerade Urlaub. Eine Woche. Nicht, am 12. glaube ich. Was mache ich denn da? Ich habe im Dezember auch Urlaub, aber später. Ich habe ab dem 14. Dezember habe ich 2 Wochen. Aber am 8. Dezember habe ich Frühschicht. Da könnte ich nachmittags auf jeden Fall mal reinballern. Bei Weihnachten werde ich versuchen, Überstunden abzubauen. Mal gucken. Nee, da habe ich frei. Und das ist ja auch das erste Weihnachten, das ich mal mit meiner Tochter erlebe. Auch wenn ich die erst am zweiten Weihnachtstag sehe. Ja, ist doch schön. Das kann ich auch noch immer abwechseln. Ersten Weihnachten, zweiten Weihnachten, Silvester, immer jährlich wechseln. Oh. Ja, ich hoffe mal, da kriegen wir so hin. Ja, bestimmt. Ah, ist eine blöde Entfernung, ne? Ja, geht ja halt, ne? Das sind 35 Minuten Autofahrt, das ist jetzt nicht das Schlimme. Okay, es geht. Okay. Aber zum Beispiel, also sie hat ja letztes Jahr, da wusste ich von der Kleinen ja so noch nichts, da hat sie die gehabt, dann wäre es eigentlich toll gewesen, die dieses Jahr zu haben. Vor allem,
Weil bei mir hat sie halt die ganze Familie da. Onkel, Tanten und so weiter. Riesen Weihnachtsfest und natürlich auch viele Geschenke. Und nee, das möchte ihre Mutter aber nicht. Die möchte lieber die zu Hause haben, weil die feiert ja mit ihrer Freundin. Das ist ja ihre Tradition. Da sage ich, hör mal, die hat hier, hat die Rambazamba, die ganze Familie, Oma, Opa, Papa, alles, ne? Und das willst du ihr verwehren, nur damit du mit deiner Freundin da hier feiern kannst, oder was? Hat sie nicht eingesehen. Das sagt aber immer alles fürs Kind, ne? Hauptsache dem Kind geht's gut, klar. Ja, Tradition. Klar braucht das Kind Kinder, Routine. Alltag. Ja. Das ist klar. So, Hü und Hot ist für Kinder meist immer ein bisschen Bescheid, dass du immer hier Kinder wissen, dann und dann kommt Papa und dann danach ist Mama und das, so älter die werden, gewöhnen sich auch dran. Aber. Ja, ja. Klar. Ist mal schwierig. Ne, aber guck mal, was die jetzt für ein Weihnachten hat und was die für eins haben könnte. Ne? Und dann sagt sie immer alles zum Wohl vom Kind. Also. Schon richtig. Ich verstehe die schon. Also das ist ein bisschen enttäuschend für dich jetzt. Warte mal. Sie will halt nur nicht alleine feiern. Weihnachten ist immer ein schwieriges Thema. Ja, aber wie gesagt, wie der Konki das jetzt gerade auch gesagt hat, abwechseln halt. Ne? Mhm. So. Das haben wir früher immer versucht, mit meiner Ex. Versucht halt, aber ich habe nicht mehr geklappt. Ja, ich fürchte, das wird auf nicht klappen, auch bei uns hinauslaufen. Es kam Themen auch schon auf. Ich habe die Freitag bis Sonntag gehabt, eigentlich bis Freitag 14 Uhr, bis Sonntag 18 Uhr, feste Zeiten. Kam auch schon mit so, ja, kann sie Sonntag um 12 bringen, weil wir wollen wegfahren. Ich hab die aber bis 18 Uhr, wir wollten Sonntag auch was machen. Ja. Ja, so ein Ding, ja, so nach dem Motto, ja. Ja, ja, dasselbe Problem hatte ich jetzt Anfang November, weil am 6. November hatte meine Oma Geburtstag, die ist 88 geworden. Mhm. Und am 8. November hatte mein Vater Geburtstag, ne? Und ich habe für beide Daten gefragt, ne, ob ich die Kleine nicht haben kann, weil vor allem, wenn Opa Geburtstag hat, ne, ist natürlich schön. Und wenn die Uroma von ihr quasi Geburtstag hat, ne, und die ganze Family ist da, nee, dann wollten die angeblich am 6. November irgendwie nach Holland fahren und am 8. November ist ja St. Martinszug. Ja. Ja, es. So, das ist näher dran. Ja, ist halt ein schwieriges Thema. Das ist ein, also mehr als Bereitschaft, die Kleine zu nehmen, ne, und ihr halt was Schönes zu bieten, mehr kann ich nicht machen. Ja. Bei mir war es bei der Herz 13, ging es schon vom Familiengericht, wo ich gesagt habe, ich will meine Tochter sehen. Die haben selbst, da haben sie gesagt, beste Zeiten, vereinbaren, Punkt, Ende, aus. Egal was ist, ich werde nicht getauscht. So gut. Dann ist das so, aber wir sind feste Zeiten. Ja. Schön, wenn man sich einigen kann, hin und her ist alles gut, aber bei meiner ging es nicht so. Ja, vor allem ist das auch besser halt für das Kind, ne? Wenn da nicht so Gerichtskram dazukommen muss. Das Kind wird ja auch befragt. Und richtig. Jugendamt kommt dazu, weil ein Beistandsgerichtshilfe, wie es schön schimpft, kommt da. Der ist das Wohl des Kindes. Entscheiden, geschweige da ist. Vielleicht ist sie ja auch eifersüchtig, dass du so eine schöne Familie hast. Ja klar, weil ja, sie hat ja niemanden. Sie hat niemanden. Ne? Die hat keine Familie. Ja, Eltern sind schon tot, so keine Verwandten. Unsere Gegner fordern Verstärkung an. Ja, das war schon ganz böse, ganz doof sowas. Das kann ich ja auch Eifersucht. Denn nein, darf ich nicht haben, nur weil sie jetzt war ganz vorsichtig, zickig jetzt und. Ja, vor allem, weil wie gesagt, sie sagt ja immer, ne, ja, immer, Hauptsache der Kleinen geht's gut. So, und ich finde, für ein gesundes Umfeld, für ein Kind gehört auch, ist natürlich eine große Familie, ist da sehr schön. Und dann verstehe ich halt nicht, ne, dann entzieht sie halt der Kleinen das. Die muss halt, ich glaube, sie hat noch nicht verstanden, dass es da nicht um sie geht, sondern um die Kleine. Und dass sowas halt schön ist. Vielleicht kommt's noch. Ja. Ich finde immer, es muss ein nehmen und geben sein. Und es gibt immer mal Ausnahmen, kann man alles verstehen, nachvollziehen, finde ich, aber. Ja, ich sag mal ganz schadlich, einfach. Eher so ein Thema. Auf dem Rücken des Kindes sowas auszutragen, ist eh scheiße. Und meistens trifft das Kind eh immer alles. Wir leben noch alle? Das ist ja heftig. Ich laufe gerade ein jemand hinterher. Ja, ich sehe es.
Oh, ja, ich hab ihn getötet! ich liebe das Spiel. Ich kaufe, ich hab ihn getötet. Oh, da ist noch einer! Nein, der tötet mich! Ja, da ist vorhin einer mit dem Fallschirm abgesprungen. Kacke, doch. Oh. Hier krabbeln wir alle hier rum, oder was? Nee. Nee. Dein Kollege hier, ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Krabbelt auch rum. Der Feind fordert Verstärkung an. Deaktiviert ihr Signal. Ich brauche hier Hilfe. Datenlaufwerk gesichert. Das hat mein Arzt auch gesagt, ich brauche Hilfe. Hier will man Wiederbelebung. Ich gerade helfen kommen. Ja, hier will man Wiederbelebung. Mal echt aufpassen. Sollen wir zur Extraktion gehen? Wir haben ein Datenpaket, also besser als gar nichts, ne? Das andere ist 200 Meter entfernt. Ja, das liegt nicht auf dem Weg. Dann nehmen wir das auf dem Weg noch mit. Ja, der dritte will nicht. Weil der vierte. Boah, der soll mal fahren lernen, ey. Am schönsten ist es, wenn Mama und Papa an solchen Tagen beide zusammen mit der Kind feiern. Ja, das ist auch am schönsten, aber es ist schwierig, wenn die Partner neue, die Partner halt auch neue Partner haben oder Ex-Partner. Es ist ganz schwierig. Ich habe das, ich sag, das Gefühl, das Schlimmste durchgemacht. Mit Scheidung und Kind und so weiter. Puh, ich geh mal eben in Deckung. Weil bringt ja nichts, wenn wir jetzt alle sterben. Ja, ich versuche immer zu helfen, aber. Das sind drei Stück, die treffen die alleine. Ah! Ich muss hier raus hier. Zwei zu viel. Kapsel voller Datenlaufwerke landet im Zielgebiet. Findet sie und fährt, was ihr könnt. Scheiße! Scheiße. Raus. Oh! Fuck! Vielleicht hat sie Angst, ihr Kind zu verlieren. Ja, die Angst hat sie. Das hat sie ja auch schon gesagt. Vielleicht hilft da auch sowas wie, dass sie immer die Mutter sein wird, so gut zu reden halt. Aber verstehe ich das. Das sage ich ihr ja auch. Das weiß sie auch. Aber, naja, ist halt schwierig. Ja. Ich habe auch schon oft. Du bist immer da, bleibst die Mutter, bla bla bla. Ist aber. Geht in manchen Köpfen nicht rein. Ich war auch früher mal der Meinung, das Kind gehört zur Mutter, aber das Kind braucht die Mama einfach. Nachhinein bin ich jetzt eine andere Meinung gewesen, aber es zieht sich halt auf meine Ex drauf zurück, weil sie Frau, ich drück's mal höflich aus, nicht ganz alle Tassen im Schrank hat. Ja, es ist nicht wahr, jetzt meine Ex ist, hat mehr Gründe. Möchte ich auch nicht erläutern. Nicht schön. Extraktionsmaschine im Abflug. Ich werde wiederbelebt, es gibt das, das gibt's ja nicht. Ja, zweimal in ein Spiel, unglaublich. Heftig. Sind hier immer noch Leute drin? Warte, guck ganz kurz. Ja, den ersten Extraktionspunkt haben wir jetzt ja verpasst. Noch ein Datenlaufwerk. Ja. Hey, ein Datenlaufwerk, noch eins. Es geht los, Extraktionsmaschine im Anflug. Oh, jetzt will er aber dahin rennen, glaube ich. Ja, renn ich mit. Oh, da ist was los. Ich will doch nicht dahin. Da wollen wohl andere extrahiert werden. Ja, das ist natürlich dann immer das, ne? Wenn er extrahiert werden willst und da kommen noch andere Leute hin, wird das ganz schnell eng. Mitten auf der Wiese, ey. Ist auch. Au, ey, ich wurde umgefahren. Vorsicht, hinter uns Auto. Ja, ich habe schon geschossen. Und vor uns. Ach du Scheiße. Ja, muss kurz abheben. Ja, ist mir auch egal. 12, 11, 10, 9, 8. Einer von uns ist drin. Ich auch, ich bin rein da jetzt. Tschüss, haut ab. 1, 0. Jawoll. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das ist der Modus. Ja, der Modus gefällt mir eigentlich. Ja, ne, der ist gut. Ja, gefällt mir. Also, wenn sie ein bisschen patchen, ein paar Sachen machen, kann das, werden.
bisher nicht so überladen, finde ich, jetzt mit 828 Mann. Das Kind sucht sich später eh aus, wo es ihr besser gefällt. Wenn dann nicht noch böses Blut kommt und man schlecht geredet wird. Meine Family hat oft Kinder vom Jugendamt da als Pflegemutti, kenne ich ja. Ja, dann mit dem Schlechtreden, na, da muss man halt aufpassen. Von meiner Seite sehe ich da eigentlich kein Problem, weil ich eigentlich relativ offen bin und alles immer offen kommuniziere. Bei der Mutter ist das halt eine andere Sache. Ja, genau. Ich sehe, gut, meine große Tochter ist jetzt 19, das wird jetzt 19. Das ist ein anderes Thema jetzt, aber früher auch schon gesagt, hat sie mir erzählt, ja, Mama, bla bla bla. Ja, wenn du zu spät nach Hause kommst, ohne Bescheid zu sagen, ich kann deine Mama verstehen. Ganz einfach. Du brauchst gar nicht zu mich anrufen und bei mir ausheulen. Ja. Wenn du dich anschnauzt, das ist, oder Zimmer nicht aufräumst. Was soll ich dazu sagen? Nee, bei uns ist das Problem halt, ich bin halt offen und ehrlich und sag immer alles. Naja, und die Mutter, die, wie soll ich das ausdrücken? Sagen wir mal, die flunkert gerne mal. Sagen wir es so, und das macht einiges manchmal schwer. Ja, das, wie gesagt, was ist jetzt? Ich schau zu. Ja, weil ich und der andere noch da sind. Achso, dann gucke ich dir noch zu, da. Wir müssen alle extrahiert werden oder halt, wir beiden müssten jetzt sterben, damit es weitergeht, quasi. Aber dann verlierst du deine Sachen, ne? Nee. Oh. Ich möchte jetzt einfach nur noch zum Extraktionspunkt am besten. Ja, okay, mach das. Mach ganz gut. Nee, das der Modus ist schon mal so ein Punkt, Pluspunkt. Und das kann man zu viert spielen. Oh. Fuck! Ich bin tot! Okay, ja. Okay. Ah, jetzt ist unser Team tot. Jetzt geht's weiter. Oh, der Punkt. Oh. Boah, 700! 950 habe ich gekriegt. Ich kann shoppen! Jawoll. Sehr gut. Mit dem Team können wir gerne zusammenbleiben. Ja. Hier wird man wiederbelebt. Das ist schon mal ein Plus, echt. Ja. Die haben geholfen. Wow. Geholfen. Muss ich erstmal du nachschlagen. Moment. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Annika. Good job. Aber auf jeden Fall der beste Job, den wir heute gebracht haben bisher. Ja. Multitere Wald. Okay. Salut, legen wir los. Sagt die einfach Salü. Salü. So eine doofe Französin. Ranger, bin ich jetzt Ranger? Du hast einen Hund. Ah, ich habe einen Hund, kann mir jetzt holen. Stufenaufstieg-Belohnung. Wie hattest du den noch nicht? Nein. Mann, ich bin Anfänger, hab aber gerade mal gespielt. Oh! So, bin dann mal raus, Essen machen. Wünsche euch noch viel Spaß. Jo, Gamer Dude, danke, dass du hier warst. Super, denn. Forza Horizon schon durch? Nee. Aber der Game Duplo hat das eindeutig durch. Ja. Ich habe die Freundschaftsfrage auch gecancelt jetzt auch. Ja. Das macht keinen Spaß.
Der GameDuplo hat jedes Rennen in Forza Horizon 5 gefahren. Ich habe nie gewusst, dass man Forza Horizon durchspielen kann. Er hat's wahr gemacht, er hat's durchgespielt. Er hat Forza Horizon 5 durchgespielt, dafür haben wir beide Netflix durchgespielt, ne? Ja. Warten jetzt auf Netflix 2. Ja. Und Netflix läuft sogar weiter, wenn ich schlafe. Ja, bei mir auch. Wenn wir immer wach wollen, die weitersehen. Was habe ich verpasst? 3 Folgen? What? Ja, dann müsste echt, Netflix müsste so eine Funktion haben, das mitkriegt, wenn deine Augen zu sind. Länger als 5 Minuten. Ja. Und dann einfach abschalten. Ich weiß ja, die Fernseher haben den neuen, haben auch den wegen Beleuchtung. Wenn Licht anhat, dass ich das Fernseher einstellen kann. So, Sensoren, blabla, auf Beleuchtung. So. Ja. Raumüberwachung, oh Gott. So, ich nehme wieder Scharfschützengewehr, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Oh, ich kann jetzt schon ein zweites taktisches ausrüsten. Wieso will der das nicht? Sehr schön. Raketenwerfer, nee, der Datenscanner ist ganz gut. Wurfobjekte haben nur den. Haben wir hier zurücksetzen. Haben wir hier Datenspeicher. Schnelle Heilung, das brauche ich immer. Schnelle Heilung 2, okay. Wenn du in der Schlacht fällst, erhältst du 50% der Kosten für deine Ausrüstung und taktische Verbesserung zurück. Das ist nicht schlecht, das rüste ich aus. Netflix, was ist das denn für ein tolles Spiel? Das ist nett und Flix. Also ich glaube, ich habe bei Netflix eine Spielzeit von 3 Jahren oder so. Ja. Ja. Pinsellaufwerke. Also wenn du echt mal überlegst, ne, wie viel Zeit du eigentlich in deinem Leben verbrauchst, nur mit Serien und Filme gucken, das ist eigentlich schon traurig, ne? Erschreckend auch. Ja, ist schon ein Ding. So, ich habe zwar da markiert, aber die scheinen ganz woanders hinrennen. Ach, da, ich habe auch markiert. Wir markieren alle selber hier. Ja. Okay. Dann einfach mit der Mehrheit mitrennen. Mhm. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Wenn du überlegst, wie viel Werbung geguckt habe, gucken musste. Oh ja. Ein 2-Stunden-Film wird auch schnell mal 3 Stunden. Da Laufwerk da unten drin, ne? Naja, muss man halt wissen, was einem wichtig ist. Man muss ja auch mal abschalten. Früher hat man eben stundenlang ins Feuer geschaut. Okay, es war dran, ne? Ja. Sucht einen Abblick in eurer Nähe. Oder Super RTL, da das Lagerfeuer. Ja. Oder oh, über uns ist Action. Oder wie heißt der Sender? 9 Live? Gab's ja auch mal eine Zeit lang. Ja. Mit den Spielen da immer nachts. Oder die Erotik-Sender, also Bildschirmschoner Erotik, keine Ahnung, was da war. Ja, wie viele Gegner sind denn gleich auf dem Map bei diesem Mod? Weiß ich nicht. 8? 2 Gruppen? Was bitte? Was denn? Mugge fragt, wie viele Gegner wir haben. Wie viele Gruppen? Insgesamt 32 Spieler, geteilt durch 4. Ah, ja, stimmt, schade. 32 Spieler geteilt durch 4, genau. Also 8 Gruppen. Mit uns eingeschlossen. 32 geteilt durch 4, 8? Was? Nein? Nicht? Nicht ganz. Nicht ganz?
Also wenn 40 5 mal 8 ist, dann ist 32 nicht 8 mal 8. Warte, ich werde sterben, kann er nicht. Oh, wieso? Ich hab doch gehauen. Einsatzkommando, wo seid ihr? Tja, das war jetzt nicht so eine tolle Runde, obwohl die ganz gut anfing. Ja. Schade. Aber da war ich mit dem Scharfschützengewehr jetzt echt schlecht im Tunnel. Ja, war doof, ne? Ich hab Granate Fahrstuhl geworfen und ist da rausgerannt. Hab ich gar nicht gerechnet, dass er rausrennt. Der TV ist das Lagerfeuer von heute, wo man sich mit Freunden und Familie zusammensetzt. So haben wir das im Game Design Studium gelernt. Oh, okay. Oh, sowas kann man lernen? Also der TV ist eigentlich das, wo ich höchstens alleine vorsitze oder mit meiner Freundin auf der Couch kuschel. Oh. Mit der Familie zusammensetzen, ich weiß nicht, mit der Familie zusammen Filme gucken oder so zu Hause finde ich nicht gut. Da gehe ich dann lieber ins Kino. Habe ich ganz früher gemacht, weiß ich noch, wo du 12, 10, da war so halt so abends immer Knight Rider Zeit, yay Team, Mama, Papa, ja, super, immer Highlight. Ja, aber immer eine Woche gewartet auf eine Folge. Boah, das A-Team, ey. Oder Videothek. Mein Papa gebettelt, oh, wollen wir Samstag mal die Videothek, weil hast hier Filme Sonntag zu, bis Montag. Ja. Das war so ein Highlight. Heute mal Vater, was willst du gucken hier, 400 Filme, Netflix, Disney Plus. Ja. Das ist wieder Videothek, früher war auch... Wir sind jedes Wochenende sind wir zur Videothek und das war eine, die auch Videospiele halt hatte. Ne? Mein Vater, der hat dann immer ein paar Filme ausgeliehen und mein Bruder und ich, wir durften jeweils uns ein Super Nintendo-Spiel ausleihen. Ich bin Samstag früh um 10 hat die Videothek aufgemacht, bin ich hingefahren mit dem Fahrrad, um 10 draußen gewartet, aufgeschlossen, reingerannt und geguckt. Bis ich irgendwann mal gerafft hat, du kannst auch anrufen und fragen, ob das Spiel da ist. Na, du könntest zurücklegen. Ja, mache ich. Hat sich zurückgelegt. Ich bin ganz gewöhnlich hingeradelt. Ja. Also, ich habe früher immer mit Family zusammengeschaut. Popcorn geholt und DSDS geschaut oder Filme. Boah, nee. Also, ich war nie so ein, wirklich nie ein Familiengucker. Nie mit der Familie ins Wohnzimmer oder so. Wenn mein Vater so Filme ausgeliehen hat, der hat die unten im Wohnzimmer geguckt und wenn er fertig war, habe ich mir die nach oben in mein Zimmer geholt. Achso. Nee, ihr habt doch schon mit Vater mal geguckt, doch schon. Er hat denselben Geschmack wie ich. Der Herr, passt das immer. Der guckt mal auch die Marvel. Ich werde Spider-Man versuchen, mal gucken, in den Kinos zu gucken. Meine Tochter will den Film ja auch gucken. Wir reden ja darüber, über Marvel und Multiversum. Endlich mal ein Kind, worüber man mitreden kann. Ist ein Mädchen, aber mir egal. Ja, ist ja egal, wenn dasselbe Interesse da ist. Ja, meine Frau mega schon. Das ist ein Mädchen. Mir auch egal. Ja, oder Konsole spielen mit Bruder oder Freunden. Ja, Foxelli. Ja. Da muss ich aber ehrlich sagen, Konsole war bei mir gar nicht mehr so mit Freunden auch, ja. Aber am besten mit Freunden war das Zocken früher noch auf dem C64er. Ja. Da waren immer, irgendjemand war immer da, der mit dir C64er gespielt hat. Mit Load Doppelpunkt 1, Doppelpunkt... Load Gänsefüßchen, 8 Gänsefüßchen, Dollarzeichen Gänsefüßchen, 8,1 Doppelpunkt. Genau, RUN ran für starten. Zuerst List, genau. Ach ja, das waren noch Zeiten. Für auch mal so, auch MS-DOS. War so, als früher hatten wir nur die Eingabeforderung gehabt. Da gab es da nichts mit Maus. Da war Windows ein Nebenprodukt. Ja, oder du hast halt Dingens gehabt hier. Norton Commander. Ah ja, blaue Oberfläche. Ja, ist alles schon... Och. Boah, Norton Commander. Und dann, als das Internet anfing, Netscape Navigator... Ich habe also meinen Nachbarn, der ist auch viel mit PC spielt an, der ist jetzt 30. Dementsprechend, er kennt das alles gar nicht. Sein erstes PC war Windows 95, glaube ich. Wenn ich hatte ich nur 12 MB gehabt. Ja. MB, nicht Gigabyte. Was? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht, mein 14. Geburtstag oder so war das, da habe ich noch einen 386er SX20 gehabt und ich wollte unbedingt Comanche spielen und Comanche ging nicht, weil das 4 MB RAM brauchte. Da habe ich mir zum Geburtstag 4 MB RAM gewünscht und damit war auch mein ganzes Geburtstagsgeld weg. Da haben 4 MB RAM über 400 D-Mark gekostet. Ja.
Überleg mal. Ich habe meine Grafikkarte, weiß noch, gespart drauf, aber die Voodoo, die 3DFX Voodoo. 600D macht ja. Man halt. Ja. Was passiert? Die Grafikkarte war geil gewesen, aber die Firma gibt's ja nicht mehr. Ja, das ist doch ein Nvidia geworden. 3DFX ist Nvidia, meine ich. Echt? Ich weiß nur, dass die 3DFX ja einmal aufgehört haben. Es gab die 3DFX 2 oder Voodoo 2 und dann... Da war ich schon begeistert. Ey, die Grafikkarte über 100 MHz. Die hat ja mehr Leistung als mein CPU. Oh, da, schon gut markiert. Schön. Ich habe mit Gameboy und SNES angefangen. Ich habe es geliebt, in die Videothek zu fahren. Ja, glaube ich dir, Fox Lady. Das war auch früher. Schade, dass es keine Videotheken mehr gibt. Aber das hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Vor allem bei den Videotheken, die PC-Spiele hatten. Da, der Erste, der sich das ausgeliehen hat und den Key bei sich bei Steam oder so registriert hat, hat halt gewonnen, ne? Ja. Das haben die Videotheken jetzt am Anfang ja nicht gecheckt. Aber was ist denn hier los? Ha, getroffen. Ich habe noch mehr Leute gesehen. Der rennt einfach hin. Na gut, er kann markieren, wenn er hinten rennt. Ja, ja. Das kommt in die Sammlung. So, mal gucken, was ist noch in der Nähe. Der nächste. Hier ist 406. Ja, der nächste wäre tatsächlich da. Laut Scanner liegt ganz in der Nähe ein Laufwerk. Okay, ist das so? Laufen wir geschlossen dahin? Nicht? Ja. Ja, doch. Ja, ich hatte mich nur gewundert, weil auf der Map unten wurde noch so ein noch ein Pfeil angezeigt hinter uns. Aber das war wohl falsch. Aber der Regen, der irritiert richtig. Sieh mal kaum. Ganz in der Nähe liegt ein Datenlaufwerk. Der Punkt, der Datendingens bewegt sich, den ich markiert habe. Das heißt, die Gegner haben den. Oh, du Scheiße. Hinter uns kommen welche. Hinter uns. Scheiße. In eurer Nähe ist ein Ablink. Ja. Ich hab noch gesagt hinter uns. Ja, ich habe ihn auch noch getroffen, aber er hat nicht mehr getroffen. Ich habe meinen Rechner immer von meinem Bruder bekommen, wenn der sich wieder was Neues gekauft hat. Mein erster Rechner, da hat sogar ein Emulator mit Mario geruckelt. Ah, oh. Ja, mein Bruder, ich habe ja zwei ältere Brüder, der eine auch einen Amiga gehabt. Muss ich auch mal battlen. Da habe ich an der Amiga spielen. Alter, ich mach drei Kreuze im Kalender, so oft ich geholfen würde hier. Eure Verstärkung kommt nicht durch. Sterben. Hier, oh, das hab ich leider gemacht. Habe ich extra Seite gewechselt. Wie Seite gewechselt? Ja, nicht die Gegnerseite, die Containerseite gewechselt, damit ich besser helfen konnte. Ach so. Jetzt rennt er weg. Oh. Ich bin extra da links mir rübergekrabbelt. Toll. Ist alles bereit, um abzukoppeln? Ich gebe das Zeichen. 5, 4, 3, Truppen einschicken, 4,5 Minuten. 1, oh Gott. Los. Neuer Einstieg. Zack. Ach, war nicht. Ja, geil. Mal gucken. Ein Datenlaufwerk ist nicht weit weg. Oh fuck! Oh, oh, toll, direkt wieder ja, tot. Komm zu mir, ich bin. Ich kann nicht da. Genau, ich bleib hier hinter jetzt. Wir sind in ein paar Minuten. Oh, schöne Beine. Oh, unrasiert. Aufgerieben. Wir haben es voll aufgerieben. Dieser feindliche Trupp ist erledigt, echt? Okay. Dafür aber auch ziemlich Action gesehen.
Kann ich die Schuss... Feindliche Verstärkung unterwegs. Ihr müsstet ihr Signal sehen können. Weil ich habe hier Einzelschuss. Ich hätte aber gerne eigentlich Burst. Geht aber nicht. V oder nicht. So? Nee, geht... V? Nee, bei der Waffe geht das nicht. Beim Klack, Alter, aber ich sehe nichts. Also, wie sehr... Achso. Ja, bei mir geht das. V6. Also, ich glaube, der will zum Extraktionspunkt, ne? Okay. Weil der rennt auf jeden Fall in die Richtung. Dabei haben wir doch gar kein einziges Datenpaket, oder? Wir leben unsere Daten wieder, ja, ne? Okay. Bitte? Wir leben unsere Daten auch und wir sterben eigentlich, ne? Ja. Oh Mann. Ja, oder der will. Oder der will halt die Leute platt machen. Ah, ich stehe hier mitten ungünstig. So ein Gewitter, ja, scheiß Wetter hier. Ich weiß noch, als Potato und ich den ersten Internetanschluss hatten, musste ich immer das Internet ausmachen, damit ich telefonieren konnte. Ja, das kenne ich auch. Da war es ja telefoniert, gab es dann auch über Internet auch noch. K-Modem, ja. Was? Ein Bild runterladen? Halbe Stunde warten? Oh. Ja, da war Pornos gucken im Internet noch nicht so toll. Ja. Aber ich bin dreimal fertig, runtergeladen hat. Da hat man noch Bilder geguckt, nicht Videos. Ja. Flugzeug im Landeanflug. Bleibt in der Nähe der Extraktionszone. Oh, getroffen. Ich bin gebüscht, versteck mich. Sieht nicht gut aus. Ich wurde befördert. Oh, cool. Ich bin gestorben. Nicht so cool. Scheiße. Wo sind denn meine Freunde? Ja, und diese Geräusche, was das Ding gemacht hat, göttlich, ja. Genau wie auf dem Amiga oder so, Diskettenlaufwerk. Von wo werde ich denn hier noch beschossen? Und, von hinten. Und ja, runter, runter, Kram, wir gehen auch schon laufen bereit. Scheiße. Ich hätte gern Trupp-Anforderungen hätte ich gern erfüllt, aber ich konnte B nicht drücken. Ich konnte B schon drücken, aber es hat nichts gemacht. Ähnlich wie ein Faxgerät, ja. Genau, mein Vater auf, ja, er hat so einen Drucker mit Faxgerät alles noch, hat den neuen Drucker gekauft, hat den dann aber Faxgerät noch angeschlossen. Du hast den Faxgerät noch angeschlossen. Ja, falls ich faxen möchte, wer macht das denn noch? Ja. Ja, falls man braucht. Ja, das braucht dann, glaube ich, keiner mehr. Also, ich faxe noch auf der Arbeit. Ja? Hm. Okay. Die Kündigung zum Chef hoch, ne? Nee, also es ist tatsächlich noch viele Faxen noch. Also wenn du auch Krankenkasse oder so irgendwas erledigen musst, das läuft viel über Fax. Okay. Ist besser als über normale Post. Ja, über normale Post, genau. Über normale Post ist das ist klar. Das ist besser. Ja, und vor allem, du kannst ja auch immer eine Sendebestätigung dir auch geben, also direkt machen lassen von dem Faxgerät selber. Dann weißt du auf jeden Fall und kannst auch nachweisen, dass das auf jeden Fall bei denen angekommen ist. Da kann niemand sagen, nee, wie habe ich nicht gekriegt. Mhm. Besser als ein Einschreiben. Ja, stimmt, auch günstiger. Okay. Das Einzige, was ich auch sagen muss, ist, jetzt habe ich gekriegt alles. Ist auch mit Corona jetzt, die haben auch jetzt endlich mal viele Sachen digitalisiert. Den Krankenkassen vereinfacht, hier vereinfacht. Endlich mal eingesehen. Auch wir haben gestern meinen Personalausweis verlängert und neu beantragt. Mhm. Du stellst einen Termin jetzt, kriegst alles online Termin geholt bei der Gemeinde. Was hast du immer hingehört? Hast Karte gezogen. Musst du immer noch. Dann gehst du hin, drückst den Knopf, gibst da halt den Code ein, du online gekriegt hast, zack, hoch, bin gleich dran. 5 Minuten. Ach,
Ja, kannst du nicht mehr Super Mario World auf dem Gameboy durchspielen. Ungefähr, also. Das finde ich toll, dass wir an dem mal gerafft haben, Deutschland immer ein bisschen mehr zu vereinfachen. Wird auch Zeit. Jetzt brauchen wir nur noch gutes Internet. Ja. Na ja, gut, ich wohne ja hier fast Großstadt, fast. Ich wohne ja hier in Hamburg, wie ich Sonjo sagen würde. Ich wohne ja ganz Hamburg. Ich kann nicht mehr ganz Internet. Naja, also in letzter Zeit habe ich viel bei dir und Frank mitgekriegt, was das Internet angeht. Ja gut, so ist hochrechnet, ist das minimal. Ich momentan wieder schlimmer. Auch gestern Fernsehausfall gehabt. Nur eine halbe Stunde. Bis ich aber geil ist, ja. Ja, ich wurde davon angerufen, gleich Alarm gemacht. Dass wir durchkommen, die Techniker wird immer schlimmer. Das machen sie auch mit Absicht, dass du schwer rankommst. Ja, klar. Und bis ich dran war, ein Techniker hatte, ging der Fernseher schon wieder. Ja. Ja, sagt, ja, ich war hier, ich wollte eigentlich mich beschweren, Code L600, spricht der Fernseher wegen Internet, wegen Fernseher gucken, aber läuft jetzt wieder. Ja, ja. Aber ja, aber das kannst du doch trotzdem, da musst du sagen, boah, ich hatte gerade so eine wichtige Videokonferenz mit der UNO. Mit der UNO. Und die ist einfach abgebrochen. Wissen Sie, was das für die Welt bedeutet? Wir wollten gerade den Welthunger bekämpfen. Was wir letztes Mal gemacht haben? Wo das Internet so kacke war, habe ich da angerufen, in Livestream sogar teilweise noch, habe ich da angerufen, auf stumm geschaltet, hab da erzählt hier, Thema YouTuber, ich mache hier YouTube und so Geschichten, das kann ich sagen, das Netzwerk funktioniert, das, da, ne? Ja. Wie geht das? Ja, wie machen wir denn? Dann hat er mir über ein Handy, ich habe aber wurde vom Handyvertrag, ja, machen wir über Hotspot, dann schenken wir ihnen 30 GB. Mhm. Das über Handy dann halt. Ja, dankeschön. Ja, mit solchen Sachen muss er halt kommen. Ne, bis sie halt lernen, halt das Internet anständig zu machen. Ja, wir haben sich auch da auch einiges vereinfacht. Auch nicht, die dürfen auch keine Verträge mehr hinten ranhängen, wo ich nachgefragt habe. Vertrag Verlängerung, heißt das verlängert? Nee, ab jetzt 2 Jahre. Nicht aus ein Jahr nochmal 3 Jahre zu machen. Früher haben sie immer gerne hinten rangehängt. Ja. Dürfen sie nicht mehr. So, ich würde sagen, wir gehen rechts rum. Ich mache wieder einen Scharfschützen. So, das ist wahrscheinlich letzte Runde jetzt. Joa, krieg ich hin. Länger als 7 Minuten. Ja, ich werde mir dann auch mal Essen machen. Ich habe ja mit Absicht ein bisschen Puffer eingepackt hier 1:30, dass ich spätestens 20 vor weg bin. Nee, ich fühle mich jetzt also auch erstmal letzte Runde und dann mache ich mir was zu essen und dann nachher wieder. Ich schau mal, wenn ich wieder zurück bin. Und beim Essen dann Xinjiang gucken. Xinjiang gucken, ey, ich brauche halt an Xinjiang. Ich habe gehört, der wird richtig sauer. Er ist sauer, ja. Dann ist der ganze Ente süß sauer. 10 Ringe, Thema verheiratet. Ja, aber der Modus gefällt mir richtig gut. Ja, hat was. Auch wenn wir scheiße sind. Auch wenn wir scheiße sind, ja. Aber das mit dem, dass du die taktischen Sachen freischaltest, ist wohl, wenn du halt einmal eine Extraktion schaffst, dann kannst du das nächste Mal 2 taktische, wenn du 2 schaffst, das nächste Mal 3 taktische Sachen auswählen. Ja, bei Hund Showdown ist das ja so, wenn du das schaffst, wirklich rauszukommen, behältst die Sachen ja alles. Wenn du stärkst, verlierst du halt diese Typen. Ja. Und halt die Sachen. Ja, vielleicht ist das hier ja auch so. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, als wir gewonnen haben. Aber ich kann immer noch, wie Mucke sagt, wo es rauskam und schon, dann war es echt kacke gewesen. Vermutlich gibt es noch mehr von denen. So. Oh, guck mal, hier haben wir direkt ein Diskettenlaufwerk, direkt bei uns hier. Oh, ja, genau, rechts rum. Da sind aber Gegner. Ja, einen habe ich, oder jemand hat einen. Ja. Oh, ja. Ich glaube, sind alle tot. Ja, hinter Container, blauen Container war einer. Da. Ah ja, stimmt. Okay. Und bei Hund Showdown kannst du deinen Kollegen töten. Versehentlich. Also. Kannst du hier bestimmt auch, wenn du dir Mühe gibst. Wenn du dir Mühe gibst, ja.
Wie war denn jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie? Da kommt noch einer runter, da wo der markiert hat. Okay, da hinten. Fordert Unterstützung an, wenn ihr bereit seid. Ja. Scheiße! Ich komm zu euch rüber! Da hat ein Hund und Kackhund hat er! Ehrlich gesagt, ich bin eh kein Battlefield-Fan, aber der Modus reizt mich auch etwas. Ja, der Modus ist auch, der ist gut. Der ist super. Jetzt müssen wir nur noch gut werden. Boah, ich bin wieder der Einzige, der tot ist. Ist wieder so typisch. Ja, ich. Wo bist du denn? Ja, ich bin ganz tot. Mich kannst du nicht wieder. Also ganz gut. Ja, ich muss einen Neueinstieg beantragen. Ist aber auch klar, weißt du, Gegner kommen, ich bleib mitten auf dem offenen Parkplatz stehen. Bin so wie so ein Opossum, weißt du, ich verfall dann in so eine Totenstarre. Was mach ich denn? Du bist der Einzige, der noch lebt. Was? Alle anderen sind tot. Na, ich sitze hier sehr ungünstig. Versuch zu helfen. Bin ich jetzt auf dem Weg erschossen? Na, der ist. Ja, der. Einer ist das noch. Der kommt jetzt auf dich zu. Ne, zwei. Die sind am Container. Scheiße! Ja. Na. Aber ich hab eine gekillt. Ich hab zwei, drei, vier hab ich erwischt. Ja, toll. Guck mal, die Daten sind näher dran. Nah dran. Mit den Feinden. Ja, wir brauchen halt noch Übungen. Ja. Kills. Was? Assistiert nur zwei. Das waren meine Kills. Hallo? Ich hab gar nichts. Verdammt. Naja. Ja. Man kann ja nicht alles haben. Richtig. Ich höre gar keinen. Oh, ich mache jetzt Schluss. Ich habe noch 10 Minuten, 6 Minuten. Geh doch hin. Salut. Okay, dann bin ich dabei. Jetzt hier. Ich habe vorgestern mal Forza Horizon 5 Xbox Cloud mal ausprobiert. Ja. Ob's wie das ist. Über am PC, nur halt muss Controller anschließen, sowieso an Controller anschließen, viel mehr Vorteil. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Falls man so einen Krücke-Rechner hat, etwas schlechter kann. Ja gut, warum sollte halt auch schlecht sein dann? Ja, aber es auch noch die Beta ist. Anfang bin ich erstmal rausgeflogen, weil man so ein bisschen raustappt, das mag das nicht so gerne. So, Pion. Man kann die Zeit schön ausnutzen, um sich mal hier seine Klassen so ein bisschen zusammenzubasteln. Naja, Daton, da man ja sowieso halt mit diesem EA und Game Pass Kram und so weiter ja sowieso 10 Stunden halt kostenlos spielen kann. Naja, und wenn du sagst, der Modus reizt dich, da kostet ja nichts, dann da mal reinzuschauen, das mal auszuprobieren. Nur deine Lebenszeit. Genau, nur die Lebenszeit. Du guckst ein Porno weniger. Nee, aber es lohnt sich. Wenn ich für 10 Kunden ein Spiel anziehen kann, würde ich das machen. Mache ich ja auch. Weil ich bin echt unentschlossen. Ist ja nicht jeder so doof wie ich und holt sich direkt die Premium Gold Edition. Ne, Premium Conky. Premium, genau. Aber du sagst nichts mehr. Ja, Battlefield ist bei mir auch Premium. Ich messe mich mit dir nicht mehr. Das bringt eh nichts. aber jetzt, was ich jetzt verstehen kann, geht mir jetzt genauso jetzt, wo ich mal zu dir gesagt habe, du wechselst die Spiele so schnell, du kommst gar nicht hinterher. Aber das mache ich ja momentan ja auch. Forza 5, Jurassic World, ich komme echt. Komm die ganze Zeit Spiele raus. Wenn Halo jetzt rauskommt nächsten Monat.
Ja, das ist das Problem. Wenn so viele gute Spiele auf einmal kommen, dann bleibt was auf der Strecke. Und Game Pass macht es ja echt geil. Ja, gut, aber beim Game Pass, da musst du dich ja nicht ärgern, dass du Spiele gekauft hast, weil du kaufst die ja nicht. Die sind ja im Pass meistens drin, ne, wenn das so Spiele sind. Ja, kaufen kann man ja immer noch, wenn man sagt, oh, das Spiel gefällt mir doch. Ja. Aber wenn du die Spiele alle für 70 Euro jetzt kaufen würdest, ne, und dann spielst du das nur 10 Minuten, weil dann kommt ja schon das nächste Spiel raus, ist dann schon ärgerlich. Ja, ich meine, aber so. Also, links rum zum Montagegebäude wäre für uns erstmal am besten. Ja. Nur blöd, dass das unsere anderen Mitstreiter nicht hören. Bergversorgung, Ausrüstung, was haben einen Typen mal nehmen? Pioli, Sturmsoldat. Nehmen wir den dann mal. Die Waffe war ja zufrieden mit der Waffe. So, ich will mir das mit Truppenmitglieder wiederholen. Dann bleib ich als Scharfschütze wirklich mal ein bisschen zurück. Ich habe tatsächlich mal Lachen verloren. Taktisch, eins habe ich nur noch, zwei habe ich gar nicht mehr. Ja, das ist, wenn du eine Extraktionsserie gewinnst, dann hast du plötzlich zweimal taktisch. Ja. Also Levels quasi, deine Level behältst du als Aufstufen, dein Level-System, ja, aber die Ausrüstung. Ja. Tatsächlich. Ja. Dann muss man sich anstrengen. Jetzt. Schaffen wir das? Ja, Daton, ja, das finde ich, also vielleicht, also für mich wäre es nicht, ne, ansonsten, dass du dann COD hast, weil ich das neue COD absolut, das ist, ich habe keine Sekunde überlegen müssen, wo ich gesagt habe, nee, hole ich nicht. Mich reizt es nicht. Auch ja, nicht. Mich auch, absolut nicht. Also ich komme mit einem Angebot um die Ecke, wo ich sage, okay, kann man mal holen, das Angebot da ist. Aber Cold Black habe ich mir auch nicht geholt, weil das Angebot gefiel mir auch nicht. Ja, aber, also, das Cold War fand ich eigentlich ganz cool, halt, weil das war aus der Black Ops-Reihe. Na, das ist ein COD, da kannst du spielen, das ist zeitnah, du hast aktuelle Waffen und so, aber hier wieder, hier Vanguard, Zweiter Weltkrieg, das Interesse. Ja, na, ekelhaft. Ich mag die Waffen und so einfach nicht. Und dazu kommt noch, dass COD bestimmt seit 10 Jahren immer dieselbe Engine benutzt. Na, nur die Grafik, die hat sich ja quasi gar nicht verändert. Nee, nicht wirklich. Also die machen wirklich nichts da dran. Die zeigen richtig, wie das Spiel denen scheißegal ist, weil die wissen, ne, die Leute kaufen das sowieso. Ach, links rum. Wo laufen wir alle hin jetzt? Ja, jetzt laufen wir doch rechts rum. Ja, ich glaube links alleine. Wo sind alle hin jetzt hier? Ja, ich habe nur gesehen, Pacolino und Nightwhite beide rechts rum. Ja, über die Wiese laufen. Geil. Ich hab mir gleich ein Schild auf dem Kopf hängen. Guck mal, hier bin ich. So ein Kill-Me-Zell auf dem Rücken. Das. Gegner sind die Gegner. Bei mir kommt so ein. Das müssen die Besatzung. Achso, hier schon schießen. Ja, diese rote Raute, die taucht ab und zu mal auf, so auf der Map, ne? Ja. Ich bin wahrscheinlich im Gegner in der Nähe geortet. Zwei habe ich gekillt. Zwei. Den dritten muss ich nachladen. Ich sitze auch im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Ha! Alle vier. Gibt's noch mehr hier? Ja, gut. Ja, die wollten immer wieder beleben, aber auf der Straße ist doof. Wir haben Verluste. Ah, hier. Die haben auch einen Scharfschützen. Fuck! Oh, wieder der Sniper wird gesnipert. Scheiße, und ich bin extra zurückgeblieben. Und dann haben die auch jemanden hinten sitzen. Gibt's nicht. Ah, ich sitze in der Steinsitzer. Scheiße, ich hab ihn gewonnen. Ja, das war schon wieder ein schnelles Match. Ja, aber jetzt ist halb. Jetzt höre ich mal auf, dass ich nicht ganz so stressig fahren muss. Aber wäre gut, ich habe glaube ich da ein paar einige gekillt. Aber die waren noch nicht ein bisschen lost, waren sie auch, muss man sagen. Naja, wir werden bestimmt noch besser und vor allem, wenn wir auch dann wirklich mit Leuten spielen, die uns auch hören und so, dass wir uns besser absprechen können. Ja. Müssen wir irgendwie mal machen. Ja. Ja, oder wir finden halt noch zwei Leute. Ich denke mal, der Duplo wird halt ja bestimmt auch die 10 Stunden spielen. Bestimmt. Vielleicht sogar der Lennart, mal gucken. Ja.
Du bleibst ja Zeit. Vorzureisen hat er durch. Sein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja. Da steht der Battlefield 6 durch. Der hat alles durch. Der alles hat auch durch. Candy Crush durch. Ja. Der spielt sogar Facebook durch. Ja, StudiVZ hat er ja auch abgeschlossen, bevor er geschlossen wurde. Ja, oh Mann. Gut. Oh, Ladebildschirm, was Tolles. Dann sage ich schon mal Tschüss in meinen Stream. Bis ja, später. Genau. Also es wird später auf jeden Fall noch Battlefield gespielt. Dann werde ich nur nicht alleine hier sitzen. Dann sitzt meine Freundin neben mir, die ihr aber nicht sehen werdet, weil sie nicht in die Kamera will. Ja, kann ich. Meine Frau genauso. Ja, aber Hauptsache spielt mit, ne? Hat Spaß. Ist natürlich in Ordnung. Ja, dann erstmal an den Stream. Danke, dass ihr da wart und zugeschaut habt. Bis später dann. Ja, ich sag ja auch mal mir Tschüssi, ne? Danke, Mais Anders, Anja, Muggel und sonst wer da war. Wer dann doch so ist. Was so ist.